Wir starten jetzt hier offiziell zum zweiten offiziellen Age of Empires 2 Fun-Tag. Heute mit dabei Artemis Plays. Hallo! Autofill ist auch wieder am Start. Hallihallo, Hallöchen. Der legendäre Donny O'Sullivan mit dabei. Hallo. Hand of Blood auch heute am Start. Hört man mich? Ja, es freut mich, dass ich dabei sein darf. Klasse Sache. Grüße nochmal an die Bonschwa-Community. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal bei mir vorbeischauen. Ja, cool, dass du dabei bist. Das erste Mal heute neu. Ja, cool. Dann auch neu zum ersten Mal Marco Giesel. Also, Teamen ist verboten, ne? Was? Team ist verboten? Hä? Wieso nicht? Allein schon die Aussage. Dann heute mit am Start Papo. Hallo. Und auch von Bonjour der rote Panda wieder mit dabei. Oh, ich grüße euch. Ich werde übrigens, Marco sitzt halt wirklich auch, der streamt gar nicht selber, ne? Aber sitzt trotzdem mit Weste zu Hause gerade, wette ich. Jetzt kannst du mir ruhig mal folgen, wenn du mir folgen würdest, wirst du sehen, dass ich sogar einen Stream angeschmissen habe. Echt? Ach so, da ist doch was los. Hast du den Staub, die ganzen Spinnenweben und den Staub entfernt und wieder angemacht, ja? Von überall. Ich stelle gleich mal die wichtigen Fragen. Marco, was bekomme ich, wenn ich heute nicht mit auf dich gehe? Ja, jetzt kommt die Loser-Truppe, sie versammelt sich. Nur mal rein hypothetisch, wollte ich nur mal nachfragen. Ich könnte da so ein Paketchen zusammenschnüren, was dich interessieren könnte, du. Also so. Wie viele Westen ist die Frage? Also eine Flasche Primitivo. Primitivo. Ja. Ich bin das erste Mal dabei. Ja. Das ist hier der Age of Empires Fun-Tag, richtig? Richtig. Genau, aber es gibt auch hier dann einen Gewinner. Richtig? Ja. Also wir gewinnen alle an Erfahrung. Was ist Spaß? Nee, ich frag nur, also. Und wir spielen ja jetzt auch keinen Fun-Modus, sondern einfach alle gegen alle, ne? Ja, genau, alle gegen alle. Okay, okay, wenn gut. Der schon so anfängt, das ist doch schon. Nee, ich frag ja nur, weil es gibt ja tolle Fun-Modi. Nee, ich frag ja nur. Ja. Gib dann Feedback nach dem Programm. Ja, Max, mach doch mal einen eigenen Fun-Tag. Nö, alles okay. Ich war ja nur aus Interesse. Der Niklas, ne, der muss ja wissen. Was machen wir eigentlich? Ja, warst du kein Fun beim. Wieder beim Free for All? Doch, das wird spaßig. Ja, heute Free for All. Wir spielen heute Arena. Habe ich euch auch geschrieben. Nächstes Mal wieder ohne Max. Let's go. Nice, ich freue mich doch. Das wird geil. So, ich habe Marco angenommen, dann hoste ich einfach mal. Es wird ein bisschen bissig, aber geil. So, ja. Wie SM, Max, ne? Also. Beste daran ist die Ruhe danach. Also ich sag mal so, ich hatte letztes Mal unglaublich viel Spaß, obwohl wir Free for All gespielt haben. ich hatte nur in der zweiten Runde. Wurdest du nicht richtig fertig gemacht? Ich wurde von Donny und von Maxim gerusht mit Rittern und Archern. Boah, das klingt nach Spaß. Ja. Das war, aber mein Team hatte meinen Rücken. Das war Fun. Die haben den Rucksack ganz weit aufgemacht und es war so ein großer Wanderrucksack, da passe ich auch mit meinen 1,94 rein. Und dann bin ich da reingesprungen und dann haben die mich bis nach Timbuktu getragen und zurück. So. Nice. Muss ein ganz stark gegen 4 gewesen sein. 4 gegen 4 ist er dafür. Ach, 4 gegen 4 habt ihr gemacht am Funtag. Ja, danach. Ach so, ja klar. Klar. Ich so, ihr könnt mal. Das ist passiv-aggressive Art. Ich weiß auch noch nicht, was. Ihr könnt mal versuchen nachzujoinen. Wieso sehe ich euch denn alle nicht? Also, ich sehe nur ein paar. Müsst ihr euch mal auch online stellen kurz oder versucht nachzujoinen. Jo, ich bin jetzt auch online, sorry. Übrigens, du mich einladen wieder? Ich möchte einmal. Online-Ding da immer. Möchte auch einmal Props geben nochmal an Donny, dass er es geschafft hat hier mit Discord und allem. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Beim letzten Mal hat er ja vorgeschlagen, dass wir telefonieren dabei. Ich habe ja extra ein Video gemacht. Weißt du, Hanno, das ist einfach eine andere Generation. Ja. Man wächst ich habe die Einladung ja auch per Fax bekommen. Ne? Ja, klar. Das erreicht man dich ja nicht. Also ich nehme Pink, das ist nämlich meine Farbe. Ach guck mal, wie sie alle Chimär sich grabben wollen da. Ich spiele heute Chimär, habe ich überlegt. Ja, ich nicht. Fast jeder. Ja, am Fun-Tag wählt man ja auch sein Volk, klar.
Ja, ich habe da voll dabei. Ich habe schon Strategien zurecht. Ja, klar. Ich habe so viel gebrainstormt mit meinem Team, was ich hier auffahren kann. Ich bin ja vorbereitet. Ja, auch bin wir nicht, oder? Also. Alter, was ist das eigentlich für eine Heulsuse? Was geht mit mir, ey? Ist unangenehm, ne? Als Veranstalter. Ich würde an der Stelle übrigens auch sagen, wir sollten auch dafür ganz am Anfang fokussieren, damit er nicht seine schnelle Wirtschaft aufbauen kann. Ja, bitte, lass uns was? Absprechen, lass uns absprechen. 20 Minuten No Rush, oder? Jetzt ist 20 Minuten No Rush. Damit genau, alle, und dann alle auf Papover, ne? Alle können halt alle uns aufbauen. Ja. 20 Minuten No Rush. Mann, ey, also, ich gehe nur auf Mauern. Ist das der Fun-Modus, No Rush? Es heißt aber... Man hat Mauern schon so No Rush ist Fun-Modus. Ich bin ja Arena, oder? Genau, ich bin Arena. Das heißt aber auch, dass wenn jemand meinen Scout angreift, das als Rush gilt, oder? Und Arena kann man einhalten. Lass mal kurz überlegen, wie wir das machen. Also es gibt ja die Reliquien. Ich würde sagen, man darf keine sammeln, die 20 Minuten. Oh, das gefällt mir. Geil. Oh, gut, aber dann stelle ich halt überall einen Turm daneben. Was ist, wenn man... Nee. Also, ja, ist ja also ich erkläre einmal, also du darfst keine Castles, keine Türme, keine Gebäude außerhalb deiner Mauern auch in den 20 Minuten bauen. Dorfzentrum mit voll mit Dorfbewohnern? Auch nicht. Ah, schade. Aber kann ich Einheiten einfach platzieren, die auf defensiv gestellt sind und nichts machen? Du darfst Einheiten platzieren. Was ist mit denen, die sich selbst in die Luft jagen? Wenn die dann zufällig hochgehen? Nee. Das ist. Okay, was ist, wenn ich das Goldvorkommen genau neben Marcus Base schnell abfarmen möchte und ihm das nicht gefällt? Das kannst du machen, tatsächlich, wenn du möchtest. Also, es dürfen alle schon rausgehen und dort am Main, aber keine kriegerische Handlung. Also, ihr dürft nicht gegen die anderen Villager vorgehen, wenn die da auch am Main sind. Also, ich darf überall anders abbauen. Du darfst überall anders abbauen, ja. Aber man darf keine Gebäude außerhalb seiner eigenen Base bauen. Außer halt, also so ein, man darf außerhalb der Mauern darf man bauen, die Abbaulager für Stein und Gold und Sägewerk. So, mehr nicht. Auch keine Felder. Felder von mir aus auch. Dann würde ich mich jetzt kurz anschneiden und dann können wir loslegen. Gut, so. Schneide ich mal an. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Scarface dabei ist, man kennt ihn. Ja, ihr müsst übrigens alle noch euer Team auf kein Team drücken, ne? Nicht Fragezeichen. Ja, Dumbledore, was ne? Stark. Was waren das noch? Nee, das geht so alles. Nee, du musst nur Fragezeichen machen, Niklas. Nee, nicht Fragezeichen. Also wegmachen, meine ich. Genau. Ah. Marco will ins Team, okay. Jetzt fehlt noch Donny, aber der ist bestimmt wieder full mute, ne? Er telefoniert noch. Nein, ich bin da, okay. Sorry. Ich hab anmoderiert gerade. Wie peinlich. Wie unangenehm jetzt. So, ich öffne kurz die Büchse der Pandora. Oh nein. So, also, wenn ihr ready seid, dann können wir starten. Ich werde einen Real-Life-Timer mit Timer-Technologie, also meinem Handy hier, starten, sobald das Spiel losgeht und ansagen, wenn 20 Minuten um sind. Kannst du auch so 5 Minuten vorher noch was ansagen? Ja. Ihr könnt auch immer fragen. Ich gucke dann immer kurz auf die Uhr. Ich gucke dann immer vorher, ja? Okay. Also 20 Minuten No Rush. Oh, ich bin so nervös. Ich hoffe, ich gewinne. Ich bin jetzt aufgeregt. Hey Marco, übrigens, viel Spaß, also, ne? Viel gutes Spiel wünsche ich. Ja, aber ich also mir irgendwie ein scheiß Gefühl, ein richtig scheiß Gefühl. Marco, ich wünsche dir auch ein gutes Match. Wird gut. Komm hier, gut, einfach Sport, mal locker. Ne? Ich würde mir wünschen, so an alle natürlich, nicht nur an eine Person, dass wir an diesem Fun-Tag wirklich gemeinsam im Fokus den Spaß stehen lassen. Jo. Genau. Und wir lassen den stehen und gehen dann ganz schnell. Genau, da gehen wir. Gewinner. Es gibt nur Gewinner. Genau. Egal, was passiert. Das ist mein Motto in diesem Match. Allein, dass wir hier sind, macht uns alle zu Gewinnern. Macht schon Spaß. Okay. Ich wechsle jetzt noch mein Max. Team, weil ich try hard werde. Schöne Worte. So, und los geht's. Wie? Ja, same. Wir sind alle in Game. Ah, warte mal, wir spielen. Oh. Ich wusste nicht, dass wir Arena spielen. Ja, also stimmt, das hat noch gar keiner gesagt. Also, ich habe folgenden Plan. Das ist alles sehr sloppy bei mir. Ich habe sehr lange nicht Age of Empires gespielt.
Ist auch scheißegal, ist ja Fun-Tag. Ich werde einfach in Dark Age bleiben, nur Villager pumpen und mich durchs Holz in Markus Base reinbuddeln und alles bei ihm abbauen. Alles. Mal direkt am Anfang gesandwicht hat. Wir haben hier erstmal Frieden bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ich bin immer für Frieden zu haben. Sehr gut. Ja, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir wirklich. Ich bin für sechs war gut. Sechs ist gut, ne? Nee, ich muss jetzt schon. Scheiß drauf. Nee, sechs müssen auf Nahrung, oder? So, also ich habe einen guten Start hingelegt. Da wäre Marco echt stolz auf mich, wenn er das sieht. Es müssen sechs auf Nahrung, ne? Ich bin nie auf jemanden stolz. Sechs auf Nahrung? Sechs ja, sechs ist immer gut. Sechs ist immer super. Gut. Super. Weiß jemand schon, wo rot ist? Wer ist rot? Links unten. Super. Marco ist rot. Nee, ach, Marco ist rot. Ach so. Ich bin so ein Stier, wisst ihr? Also. Ach, guck mal, hier klopft er schon. Marco hat meine Mauer angegriffen. Marco hat mit seinem Scout meine Mauer angegriffen. Ich habe es on cam. Ich erwarte vom Veranstalter Reaktionen. Was für Reaktion willst du haben? Ich gebe eine Verwarnung. Ach, Marco ist genau neben gelbe mir, Karte. Mensch. Das ist ja geil. Gelbe Karte an Marco. Donny, er ist ganz links, ne? Wie bitte? Oh, das war zu hören, sorry. Noch so ein Ding und du wärst vom Spaß ausgeschlossen. Mann, ich will doch nur Spaß haben. Ja. Nee, Spaß gibt's heute nicht mehr. So, vier auf Holz, ne? Genau, und dann? Und dann beten, dass du alles richtig gemacht hast. Okay. Dann hol ich die Sau, ne? Entschuldigung. Jetzt geh hier weg, du. Ja, ich guck nur. Ich hab die richtig scheiße gebaut, Marco. Das hast du mir nicht richtig beigebracht. Mensch, Alter. So. Wo ist denn meine zweite Sau? Ich trau mich gar nicht raus. Mann, hier sind überall Reiter und. So, ach, schön. Sag mal, du hast recht, wo ist mein zweites Schwein? Ja, das dachtest du, dass das so ist, ne? Hat mir jemand ein Schwein geklaut? da hat niemand was dagegen gesagt. Das stimmt. Also Ressourcen kann man ja. Das ist ja egal. Ah, nee, ich bin nur blind. Alles gut, ich bin nur blind. Okay. Nochmal Erinnerung, ne? Keine Reliquien auch bis Minute 20. Ich habe mir jetzt zwei Reliquien geholt. Das geht gar nicht. Ich mach mal. Ich hab schon so viel Spaß. So. So. Oh, toll, mein Reiter ist jetzt stehen geblieben. Dadurch wurde ich natürlich jetzt überholt. Ja, und sonst so, wie ist denn das Wetter in Berlin? Eigentlich ganz ordentlich, tatsächlich. Ganz in Ordnung. Stabiles Wetter. Stabile Seitenlage auch. Alter, das Ohr! Donny ist mal ganz still bei sowas, ne? Ja, das ist ein bisschen älter. Meine Maus ist weg. Oh, meine Maus ist alle. Okay, Pause. Wir müssen pausieren, das ist ein Fun-Tag. Alle stehen bleiben, wo sie sind. Kann man nicht wirklich pausieren? Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, kann man. Und wie? Wie das für seine Kunden verantwortlich. Ich hab jetzt Pause gedrückt. Das gibt's doch nicht. Also, ich kann weitermachen. Roller. Meine Maus ist schon wieder angeschlossen. Ach. Ich bin schon wieder am Zocken. Gelbe Karte für Artemis. Noch so ein Ding. Warte, jetzt einfach verlieren, sonst wusste nicht, wie es geht. Oh, ich reiß mich zusammen. Donny, ich hab Marco eingesperrt. Das ist dein Ernst? Gut, dann bin ich erstmal sicher. Ja, ist ja no rush. Ganz entspannt. Ja, alles richtig entspannt, ey. Well, ech. Mm-hmm.
Igen is. Igen. Szolgálatára. Jó napot. Parancs. Igen. Igen. Ez ein bisschen sloppy, was ich hier mache. Aber, ja. Igen. Igen is. Bisschen idle. Danke. Billy, ne? Ich sag Billy idle. Versteht ihr? Versteh ich. Ist ein guter Witz. Nee, versteh ich nicht. Kannst du mal erklären? Ja, das fing jetzt wieder richtig gut an, so wie letztes Mal auch. Und dann wurde es richtig. Also. Ja. Hm? Mhm. Erzähl mehr. Hm. Erzähl mehr. Aber wenn ich jetzt wirklich, guck mal, ich sehe hier ein Holzfällerlager außerhalb von Hanno Space. Da zählt der. Darfst du nicht rauf? Da darfst du nicht angreifen, Marco. Ja, er hat doch du darfst da tatsächlich gesagt, nicht angreifen, das haben wir festgelegt. Nee, wir haben gesagt, man darf Rohstoffe außerhalb der Mauern abbauen. Nee, da hast du mir nicht zugehört. Das kann nicht sein. Das Marco, ich nicht zugehört. Nicht mein Gameplan interrupten, Marco. Ey, das mache ich bei dir auch nicht. Wenn ich versehentlich da jetzt einen Turm hinstelle. Das darfst du nicht. Keine militärischen Gebäude. Jawohl, das ist ja kein militärisches Gebäude. Was ist ein Turm dann, Niklas? Erkundung. Scout-Turm darfst du bauen, das ist kein Problem. Du hast schon eine gelbe Karte, Marco, ne? Pass auf. Bald gibt's Rot! Wie viele Karten willst du noch sammeln? Bist du Yu-Gi-Oh-Spieler oder so? Okay, sorry, der war nicht so gut. Ja, ich weiß. Du weißt doch, wie ich bin, Max. Nur mal aus Interesse, Hanno, wo bist denn du auf der Karte? Ganz links unten. Danke. Gerne. Diese kleinen Rattenkinder. Oh, das habe ich laut gesagt. Das muss jetzt, also das Gelb-Rot. Niklas, ich bitte dich. Gelbe Karte! Was? Ich habe gerade nicht gehört. Hat mich Rattenkind genannt. Junge, muss ich später nochmal per Videobeweis nachholen. Hä? Bitte klipp das, Leute, für die Gerechtigkeit. Also ich habe jetzt hier Reliquien gefunden. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind jetzt bei Minute 8. Ey, dann habe ich ja echt noch voll lange Zeit. Das ist ja super entspannt eigentlich dann auch, ne? Ja, macht ganz entspannt. Hast Fun, oder? Das ist Spaß. Spaß steht hier im Vordergrund. Wo ist Marco nochmal? Ganz links. Auch von Interesse, ne? Für jeden irgendwie. Wir sind Freddy, oder, Marco? Wir sind cool. Mhm. Ja, gut. Das ist jetzt schon ein Fun-Tag. Also. Ja, ich hab Spaß. Grundsätzlich würde ich das auch sagen, ja. Warte mal, wie macht man nochmal dieses Grid an? Das in den Einstellungen. Also, ja, das musst du, glaube ich, auch ein machen bei Mods, aber ich glaube, das kannst du nur vor dem Spiel machen, Papa. Nee. Im Spiel ist auch irgendwo eine Grafikeinstellung, glaube ich. Optionsspiel. Ach so, echt? Ich dachte, er meint hier dieses Grid, was man sich halt als Mod holt, deswegen, sorry. Nee, das war früher ein Mod, jetzt ist es immer drin. Echt? Aber funktioniert okay, bei mir. Danke, Marco. Nicht. Bitte, gerne. Option. Ich kann ja dazu helfen. Optionsspiel. Ich frage mich nur, warum es bei mir nicht funktioniert, sehe ich gerade. Ah, egal. Ja, ist mir auch egal. Also, ich glaube nämlich, das ist ein Mod im Hauptmenü. Okay. Ist er nicht. Ist falsch. Trotzdem liebe Grüße. Ja, was ist denn da los? Der Herr Niklas, du hast auch geübt Fast Castle auf Arena, oder? Nee, ich bin halt Khmer. Die können so schnell. Ja, aber dann müssen ja nicht in die Booster aus. Warten wie viel, Sie mal, Herr Giesel. Warten Sie mal. Wie viel Zeit ist schon verstrichen? 10 Minuten gleich. Okay. Okay, das läuft ja eigentlich immer ganz flüssig dann gerade, ne? Ja, leger, würde ich auch sagen. Nur so ein bisschen. Leute, ich bin dumm. Okay, alles gut. Dann vermerken wir für die Nachwelt. So komplett verkackt. Oh Gott, Desaster. Es ist peinlich am Fun-Tag, muss ich schon sagen. Oh, sowas aber auch.
Hey, hier geht's ja um was. Ja, irgendwer hat meinen Stein geklaut. Das kann nicht sein, dass ich keinen Stein hab. Papo, wie stehst du so später zum Handeln? So ganz friedlich? Ja, total. Sehr gut, Donny. So, das läuft doch jetzt hier schon mal richtig gut. Hey Marco, ich schick einen Marker an zu dir, ne? Achtet. Gut. Wenn du drin kommst. So, du machst so ein Upgrade, du machst das Upgrade. Easy. Ey, das läuft richtig gut. Noch 9 Minuten. 9? Ja. Dann beginnt der Kampf. Habt ihr schon Einheiten gebaut? Ich habe noch keine einzige. Absolut. Nö, auch nicht. Ich habe Mauern. Aber ich denke, die hier auch hier um Spaß. Ja, schon. Ja, genau, hier ist Spaß im Vordergrund. Also, sonst brauchen wir auch gar nicht angreifen. Ja, richtig. Kann man mit bauen. Diplomatie vielleicht irgendwie so, dann. Kann man leider, ist leider nicht flexibel. Ich habe schon probiert. Naja, also rein informativ für die anderen. Wie, was? Was hast du probiert? Diplomatie ist, kann man nicht flexibel, glaube ich. Oder ja, ich weiß nicht wie. Einen mündlichen Vertrag, denke ich, das wird ja auch. Ja, aber reichen. Ich kann ja keine Rohstoffe schicken. Ach so. Ja. Aber warum denn auch? Ja, theoretisch eben. Hätte man auch Diplomatie machen können im Free-for-All. Ah, hätte, wenn und aber. Nächstes Mal. Hier geht's um Spaß, ja. Ach so, ja, stimmt. Ach, der Spaß. Den darf man nicht vergessen an der Den Stelle. Genau. Nicht so sehr try haben. Was sagt die Zeit? Noch. Viertel vor 12. Viertel vor 12. Ich fand den nicht schlecht, aber. Danke. Tony. Naja. Absolut gut. Also schon ein starkes Ding. Von allen Mitarbeitern. Danke, Chef. Das ist auch Teamwork einfach. Make the dream, ne? Ja. Es macht Spaß. Also, danke nochmal, Niklas. Für das Ermöglichen und so. Ey, Henno, du weißt ja. Nee, also du bist ja auch da, ne? Trendsetter. Auch mit dem Minecraft-Server und so. Das ist ja schon stark. Danke mal. Kein Problem. So, was sind eigentlich gute Einheiten, die ich bauen kann? Das ist jetzt so die Frage, ne? Das weiß man halt immer nicht. Und den fange ich jetzt ab und der baut jetzt was. So. Samsung. Ja, das höre ich auch die ganze Zeit hier. So, jetzt reicht's. Wieso? Wie wat? Was ist bei dir denn los? Wie viele Minuten noch? 6. Marco schießt auf mich. Ein Dorfbewohner. Marco, hallo! Okay, jetzt Marco, Marco. Ein Dorfbewohner. Was ist denn los bei dir? Ich mache mit 13 Dorfbewohnern eine friedliche Völkerwanderung durch seine Burg. Einfach nur, weil ich mich da, ich fand den Wald interessant, da habe ich mich durchgehackt und jetzt schießt er auf mich. Also vielleicht brauchen wir hier einen Schiedsspruch. Donny, du bist ja jetzt direkt neben mir, ne? Wie stehst du denn dazu, wenn ich hier mal schön Soldaten in den Rücken ramme? Ja, finde ich jetzt nicht so geil, ne? Also weiß ich nicht. Hier sterben meine Leute gerade. Ganz ehrlich, ich hab hier nur eine Burg gebaut, zur Sicherheit. Die ist weit entfernt. Die schießt. Niklas, die schießt. Ja, hast du die Burg denn so, hat er aber ja, in den eigenen Mauern da? Ja, aber meine Leute sterben. Ja, aber haben wir gesagt, in den eigenen Mauern darf man bauen. Ja, aber meine Leute sterben. Muss ich jetzt auch mal Marco in Schutz nehmen? Hey, also, aber komm mal, du legst das ja aus, wie du lustig bist, hör mal. Nee, haben wir so gesagt. Weiß ich nicht. Kannst du dich nicht erinnern, oder? Hier sterben alle gerade. Gut, also cooler Fun-Tag. Ja, aber hattest du halt Spaß, ist die Frage. Ja, müsst ihr wissen, ne? Wenn das für euch Spaß ist, dann... Ich beug mich natürlich der Mehrheit, also ist ja klar.
Was ist denn, wenn ich deine aber auch Basics... Ja, der meinte vor der Aufzeichnung zu mir, dass er tatsächlich gerne diese Völkerwanderungen macht, dass er sich gerne einfach umschaut. Ich habe ja auch niemandem was geschadet. Also ich habe ja auch nichts verbrochen, wisst ihr, wie ich meine? Ja, genau. Nee, das finde ich auch völlig in Ordnung. Danke. Danke, Donny. Bisschen komisch war, dass er sich ständig dabei Moses genannt hat, aber okay. Mein Gott, das ist halt so ein Kink. Was sagt die Zeit? 4 Minuten. Okay. Ich werde angegriffen von Speeren, von Hallo, was soll denn das? Hallo. Hallo. Alles gut euch? Lassen Sie bitte mein Speer, Hendo. Hä, was denn? Ah, die standen da rum. Keine Ahnung. Ja, die standen da rum. Ich glaube auch, das ist die Verwarnung. Hä, was habe ich denn davor? Von die Verwarnung Nummer 1, es reicht. Junge, wenn du da stehst und ich da halt 85 Scouts hab. Also, glaubst du das? So, dann geh ich mal Ritterzeit, dann, wenn wir das jetzt ändern mit dem Spaß. Also, man sieht da natürlich auch ja in den Statistiken beim Killcounter, wann diese Kills auch gefallen sind. Ne? Ob das vor der 20. Minute war. Werde ich alles nochmal sorgfältig auswerten nach der Partie. Also grundlegend bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist an diesem Spaßtag. Schön. Aber? Jetzt muss ich langsam anfangen, auch Einheiten zu bauen, habe ich das Gefühl. Gut, ich dachte, jetzt kommt er aber. Er schießt halt weiterhin, ne? Also es sind jetzt schon echt viele gestorben. So 3 Minuten. Ach so, so lange warten wir noch, Marco, okay. Dann. Du bist so schlecht. Weißt du, wenn du mit dem Würfel kommst und ich in mein Bett legst. Wow. Also das ist jetzt auch schon die zweite persönliche Beleidigung, möchte ich anmerken. Ich weiß nicht, was Marco sich davon verspricht, von dieser Art. Ne? Na gut. Unangenehm, ne? Ja, grundlegend schon. Bisschen. So. Was kann ich denn hier jetzt noch machen? Das machen wir. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Hä? Imperial? Oh mein Gott, 2 Minuten noch übrigens, by the way. Leon! 2 Minuten? Ja? Was ist da los? Warum bist du schon im Imperial? Ja, wieso nicht? Oh mein Gott! Du bist noch voll da. Was denn? Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ehrlich. Ich werde weiterhin natürlich attackiert. Noch 1 Minute. Dann wird's ja spannend, was da passiert. Mensch. Ja. Alter, wie viele Punkte hat denn Phil? Was ist mit dir los? Ui. Du meinst Scarface? Phil checkt schon wieder richtig die Lage aus bei mir. Oder Schwitzer. So. Der Marco findet immer die richtigen Worte. Ich sag mal, ne, es kann sich gleich attackiert werden, aber es muss ja. Es muss ja nicht. Muss nicht. Nee, ich bin auch ein Fürtlicher. Ich werde die ganze Zeit keine Einheiten bauen. Es muss übrigens auch vor der 20. Minute nicht unbedingt attackiert werden. Aber es steht auf einer anderen Seite Papier. Also kann ich jetzt rein? Nee, noch nicht. 20 Sekunden noch. Spannend. So. Okay. Ja, so ungefähr genau jetzt. Okay, dann Angriff. Meine Einheiten waren die ganze Zeit dabei.
Artemis. Ich grüße Sie recht herzlich. Wer greift denn hier an? Hier was über. Donny! Wir hatten doch eine Abmachung! Ja, ich hatte Angst, dass du Rache üben möchtest. Deswegen Donny, muss ich mich in Schutz nehmen. Donny! Ja, bitte? Warum denn? Du bist so nah. Wir sind doch Freunde. Du bist so nah. So, ich glaube, es ist Zeit, hier mal ein bisschen... So. Donny, komm! Donny! Es ist Fun-Tag und wir greifen uns an. Komm, sie, komm, sa. Marco verliert viele Dorfbewohner. Donny! So. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass er halt wirklich nichts sagt, aber... Ich sag doch was. Achso, ich hab nicht gedrückt. Das war jetzt nicht so eine gute Idee mit dem Kaiser, Donny, oder? Was sagst du dazu nochmal? Kannst du das nochmal kurz reflektieren? Ja, nee, so im Nachhinein war das vielleicht ein Fehler. Donny? Weißt du nicht, was ich daraus machen soll? Oh. Donny, wo bist du? Ja. Redet nicht, na gut. Rechts oben ist er. Er hat mich gerade versucht zu attackieren. Donny, dürfte ich bei dir rein? Ich glaube, du musst ja auch alte Leute mehr besuchen. Ja, du kommst zu mir, komm. Na gut. Komm, renn. Naja, aber der Weg ist steinig, glaube ich. So. Okay, dann geht's jetzt los. Mann, fuck, die Burg war echt scheiße. Damn. Ja, was erwartest du denn? Junge, der Hass. Mann, ich spüre die Spannung hier auf dem Feld. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon tot. Wieso? So. Ja, weil ich habe hier unten... Hier stirbt niemand. Welche Farbe ist denn das? Grau. Das ist ja Spaß, oder? Ach, das genau. Bist du. Ja, ich habe jetzt keine Einheiten mehr. Das ist gelogen. Du reitet immer noch was rum hier bei mir. Ich sehe einfach nur die Mini-Burgen. Du, der Hass. Ich finde das auch immer nicht okay, Donny. Also ich muss das noch ein bisschen verdauen. Du, Niklas, das ist hier in der Runde den Leuten scheißegal, ja, was Niklas, jemand scheiße findet. Ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe das verwechselt. Ich dachte, du wärst Marco. Oh, das ist so bitter zu hören, Mann. Ja, wir können sagen, das ist schon hart. Also, du bist also richtig aufs Maul, Phil, ja? Ja, Papa, komm, lass boxen. Ich dachte, wir wollten handeln. Was ist denn das jetzt für ein... Ja, du hast gesagt, nee, glaube ich. Hab ich nicht? Ja, gut, vielleicht nicht. Aber das ist ja auch egal. Also, Marco, ich bin ein friedlicher Farmer. Das wirst du in meiner Base dann sehen. Ich will niemandem was Böses. Ich habe auch noch nicht eine Einheit angegriffen. Niklas. Moment. Die Scouts, das war doch ein Kitzeln. Ach, hast ja recht. Als ob das eine Bedrohung war, siehst du ja. Also. Okay, wollen wir uns verbünden? Gerne. No. Gut, gute Freundschaft. Dafür bin ich immer zu haben. Ich habe kein Holz mehr. Ja, ich kann dir welches geben. Kann man hier leider nicht schicken, das hat der Host hier nicht so eingestellt. Nimm dir einfach was von meinem Forst. Habe ich ja schon. Ach, da will ich jetzt auch nicht zu viel mir einverleiben. Brudi, ne, kann man jetzt sagen. So ist es. So, mein Elefant macht jetzt deine Sachen kaputt. Bitte nicht. Bitte hören Sie auf, Papu. Nee, du wolltest mit mir teamen und jetzt hast du dich einfach gegen mich entschieden. Ja, ich habe da keine klare Kommunikation zwischen uns gesehen. Ist so ein Fun-Tag. Macht so viel Spaß gerade hier. Es ist
Spaß. Donny, jetzt kleidest du besser, ne? Artemis, ich habe früher tatsächlich traditionelles Bogenschießen betrieben. Wollte hier nur mal am Rande droppen. Vielleicht sympathisiert man ja miteinander, also. Ja, ich meine, wir sind ja auch... Ey, warum sind die Skorpione so stark? Was zur Hölle? Als gute so Nachbarn finde ich das jetzt auch ein bisschen unhöflich, was da gerade im Südosten gelaufen ist bei mir. Ja, das habe ich nicht gesehen, das ist passiert und ich konnte es nicht mehr kontrollieren. Das kenne ich. Dass Phil 11.000 Punkte hat, ne? Ja, stimmt. Papo, was reden Sie da? Ich dachte, wir Team. Du zerstörst gerade meine gesamte Base. Ich habe jetzt bald die 4.000er Marke erreicht. Gegen wen müssen wir uns denn jetzt eigentlich verbünden? Gegen Marco. Niklas. Gegen niemanden, wir spielen miteinander, nicht gegeneinander. Also ich sehe Phil ganz oben gerade, ne? Niklas, Marco, wollen wir ein Team machen? Ja, ich weiß nicht, ja, können wir doch erstmal. Okay, Niklas, ja, hört sich geil an. Cool, dann bin ich jetzt im Team auch mit Scarface, ne? So ist es. So, Donny. So ist es nämlich. Ist ja nicht verkehrt. Ich bin auch dabei. Ja, gut, dann nehme ich meine Truppen nochmal zurück. Okay, was sind jetzt hier gerade für Teams entstanden? Ich will nur mal so einfach fragen. Wir sind doch alle ein Team. Nee. Ja gut, ne, ich bin da. Ich bin nee. Da raus. Hä? Was denn jetzt? Oh, toxic. Hä, ist doch der Fun-Tag. Ja, dann komm in meine. Zu spät, leider. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Danke. Ist das da ein Tribok? Es ist ein fucking Tribok. Du, Dani, ist nicht so gut gelaufen, oder? Mit dem Angriff? Was meinst du? Wer kommt denn da? Artemis? Okay, ich bin so schlecht. Ich bin einfach das zehnte Mal idle. Ey, Phil, willst du chillen da oben mit deinen Reitern oder nicht so? Wo denn? Ja. Ganz oben? Ja. Doch, kann ich machen, ja. Okay. Kein Problem. So, wo ist Marco? Ich werde gerade von Phil auseinandergenommen. Ey, Henno, was geht überhaupt bei dir? Bist du noch am Leben? Ey, klar. Meine Eco blüht. Ich bin richtig gut. Also ich kann dich aufnehmen, wenn du willst. Ich glaube, ich bin gut aufgehoben. Okay, Niklas, du musst jetzt entscheiden. Bist du gegen oder für Phil? Gegen oder für Phil? Wer ist Alter, Phil? Hat er viele Punkte. Also, der Phil macht uns gleich allen Probleme. Ja, deswegen. Leute. Ich muss es wissen, Niklas. Das ist komplett gelogen. Ich muss es jetzt wissen, Niklas. Also ich bin hier im Westen. Ich bin gar nicht im Westen. Im Süden. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen bauen, um ehrlich zu sein. Nee. Also, ich hab ihn nur verteidigt. Das ist keine. Ach ja, ich kann ein zweites Dorfzentrum bauen, ne? Stimmt. Sollte man ja auch. Ich meine, ich brauche hier nichts unter Beweis stellen. Ich habe Viper besiegt. Ich habe. Niklas ja auch schon mehrfach. Hey Leon, nee, warum? Ich hab dich gefragt. Für dagegen. Ich verteidige dich auch noch. Gegen. Nein, ich verteidige dich. Komm, wir machen da gemeinsame Sache. Nennst du ihn Honor? Okay. Das ist ja geil. Wo sind sie? Honor. Nein. Ich bin mit Leon. Leon, ich bin mit dir. Honor ist mit Leon. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Doch. Keine Angst, keine Sorge. Ich kann das Tor aufmachen, wenn du fragst. Kannst du trusten. Das wäre gut. Ah, nee, ist weg. Naja, passiert. Das sieht gar nicht gut aus bei mir. Oh. Das. Da bin ich wohl auch raus. RIP, Artemis. RIP. Dankeschön, Auto, bitte auf ein zweites. Oh, du bist mein neuer Erzfeind, das sag ich dir, du. Wir bauen eine Feder auf. Wir bauen eine richtige Feder auf. Klingt doch so, als ob er mitbaut. Ja, er ist maßgeblich dran beteiligt, würde ich sagen. Was ist denn das hier jetzt? Donny, was machst du? Schau jetzt mal hier in die Karte. Mal, wer ist denn hier so? Wer ist denn? Oh, Marco. Shit. Ach, guck mal. Was hier. Denn? Das ist mein Gold. Hey, Gold? Ich reite hier nur lang, Alter, wie aggro. Max hat mein Gold genommen, ich brauche neues Gold. Ich habe mich beteiligt. Ich glaube nicht, dass du das möchtest. Warum reitet der denn so aggro hinter mir her? Ist das Leon, wo wohnt denn Marco, Leon? Marco ist direkt links neben mir, direkt links neben mir. Komm, lass mal auf Marco, komm, ja, wir gehen mal auf Marco. Marco hat gerade eine Burg bei mir gebaut. Komm, wir gehen mal, ja, lass mal auf Marco, komm. Ich komm durch die Mitte, komm.
Und das nehmen wir mit, die Forschung. Ey, Donny, wenn du mich jetzt backsteppst, ne? Dann zieh ich beim nächsten Mal nicht zurück. Wollte ich nur mal kurz sagen. Donny, wie schnell sind denn diese Bogenschützen? Hä, was meinst du denn? Ich mach gar nichts, ich bin da ganz anderen Front. Hey, sag ja nur, ich sag ja nur. Ja, ja. Oh, hier, guck mal, schönes Tor. Das muss man ja. Gut. Ah, wobei. Ist jetzt irgendwo was? Ja, also bisher macht es. Ich mach Marco auf Platz. Wie casual, dass hier so am AOE Funtag 2 gedroppt wird, ne? Oh, unsicher. Ah, da ist er. Wie ist denn das da zwischen Marco und Leon? Soll ich da mal irgendwie Marco? Mach hin! Soll ich? Hättest du nicht 5 Minuten warten können, Mann? Ich hab nicht messen können. Brauchst du Hilfe? Oder? Ja, Marco, komm. Weil Leon klang gerade ja auch sehr zuversichtlich. Ich will da jetzt nicht für Ungleichgewicht sorgen mit meinen Truppen. Ja. Oh, Junge! So, ich schicke meinen Reiter. Oh, der wird beschossen. Ey, Leon, ich bin gerade drauf. Was machst du? Was machst du? Wo bist ich du? Wo Marco, bist du? Ich bin Marco. Okay, okay, okay. Gott, das waren viele Skorpione. Leon, ich muss mich zurückziehen. Wirklich? Scheiße, war das teuer. Das war lecker. Aber ich habe mir alles gemacht. Du musst jetzt da Druck machen. Ich kriege den Hinterhalt tot. Ach, das ist auch noch einer. Der Mensch so, ist geschafft. Wo ist Leon? Ah, okay, danke. Das hat er nicht. Oh. Lebt mein Mönch noch? Nee, der ist von der Burg gestorben. Fuck. Also, Markus Armee da gerade. Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot. Artemis, was soll das? Ich sehe das so. Ich bin jetzt bei Leon drin. Nicht. Hä? Ich dachte, hä? Nicht? Geworden. Warte, Leon, du bist doch rot, oder? Nee, das war ja, ach so, oh, dann habe ich von dem jetzt die ganze. Markus, tut mir leid. Das ist mein Gold. Habe ich von dir jetzt die ganze Eco? Oh. Jetzt gehe hier weg. Oh, Marco, dann habe ich von dir gerade ungefähr 100 Dorfbewohner oh. Also Leon, ja, ich gehe ja weg. Alles gut, nee, das ist dein Leon, Gold. Ich glaube, du hast jetzt freie Fahrt. Das ist dein Gold, wirklich. Okay, okay. Gut zu wissen. Ja. Also, die Eco. Ja, Eko Schmeko, ne? Eine Burg ist auch leider dabei, druff gegangen. Ja, es ist unangenehm. Es tut mir echt leid, Marco. Wo ist denn Leon? Dann reite ich da jetzt hin. Ich wusste das jetzt ja auch so gar nicht. Jetzt greift mich Marco an. Hä? Der lebt noch? Ich glaube, du musst noch mal intervenieren. Ich find's auch verwunderlich. Schmiede-Upgrades für Scorpions? Welche sind denn für Scorpions? Das weiß ich nicht. Ja. Hier? Hä? Hab ich doch, oder? Ah, Universität fehlt.
Shit, Universität fehlt. Gott, wo ist hier die Uni? Da. Nee. Also Leon, der ist halt wirklich alles free. Also ja, offener das geht das nicht mehr. Ja. Was baue ich denn? Der hat gerade Schmerzen, der arme Junge. Das tut mir auch echt leid. Also das war so nicht geplant. Das war ein Missverständnis, ne? Ja. Kommunikation passiert. Das war fehlende Kommunikation. Er ist auch irgendwie die ganze Zeit gemutet. Von Ballistik? Profitieren die von Ballistik? Wer denn? Ich kann dir das beantworten. Was denn? Okay, Phil. Also, sind wir Erzfeinde oder sind wir eine Allianz? Ja, ich weiß nicht. Also das, was ich da sehe... Überlegen. Ja, gut. Wir können Freunde sein, wenn du möchtest. Eine gute Allianz sein. Wir können Freunde sein, müssen es aber nicht. Aber ja, Artemis, ich würde das mir nochmal überlegen. Er hat bei mir auch gesagt, ey, lass handeln. Und dann hat er mich niedergemäht. Nee, das war gelogen. Nee, das ist nicht gelogen. Also nicht so ganz gelogen. Schau dir die Wiederholung an. Ein bisschen gelogen. Okay. Na, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber nicht gelogen. Ja, Artemis, ich brauche einen Call so. Kann ich dir jetzt vertrauen oder nicht? Vor allen Dingen ist es sieht gerade so geil aus, wie sich einfach unsere Armeen so gegenüberstehen. Also ich glaube, es wäre irgendwie so verschwendetes Blutvergießen, habe ich so. Ja, oh, sorry. Oh, was? Leon, wie sieht es eigentlich aus? Marco? Marco leidet. Ja, okay. Also ich bin ehrlich, ich möchte jetzt sehen, wie eure Armeen aufeinandertreffen. Ja, ich kämpfe nicht. Ich bin generell für Frodo. Und wenn nicht für mich, dann für Frodo. Ich bin tatsächlich nicht so im Kampfmodus. Das ist eine Sache der Ehre. Oh mein Gott. Also wenn du möchtest, lauf jetzt mit deinen... Ja, lauf mit deinen Truppen jetzt vor. Was machst du denn, Niklas, gerade? Das ist ein geiler Fantag. Ich geh durch die Mitte, ich geh durch die Mitte. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Also ganz links ist, glaube ich, unsere größte Gefahr. Nee, wo war Leon? Unten links. Unten links, ja genau, da bin ich. Was wird denn das für eine gelbe Armada hier? Gelb? Lebt Donny noch immer? Ja, fuck. Ja, die läuft hier einfach dran vorbei irgendwie. Ich weiß nicht, was da auf euch zukommt, aber da kommt irgendwas. Oh nein, das gefällt mir nicht. Was heißt denn, wo denn? Ist ja, das durch die Mitte, Entspannung, Entspannung. Aber nicht hier das gleiche. Alles gut, alles. Achso. Ey, Donny, du kannst doch jetzt hier nicht Artemis so in den Rücken fallen. Nein, jetzt nicht schon wieder Sandwich-Time hier, ne? Ja. Das können wir nicht nochmal machen. Okay. Donny, einfach so, weiter nach Westen, noch weiter rennen. Dann kommst du zu Leon. Ich würde wünschen, dass Autofill jetzt einfach komplett von allen auf die Fresse kriegt, bin ich ehrlich. Ja, da bin ich auch dafür. Donny, was ist denn jetzt hier? Wer ist Freund? Ich brauch Goldmann. Ey, Donny hat sich heimlich mit Marco verbündet. Nee, ich schwöre. Ernsthaft? Ja, ja, ich hau Donny dafür ein. Sie für Marco. Deswegen hat er bei Insta aber nicht geantwortet. Marco hat seinen ganzen Armee gegen ihn verloren. Alter, was passiert da gerade? Ey, diese Skorpione sind ja wohl lächerlich, OP. Alter, geh nach Hause. Ganz ehrlich. Geh mal nach Hause. Leute, Marco rennt alles verloren. Renn rein. Alter, das ist... Das Micromanagement ist jetzt auch anstrengend, wenn man so an zwei Fronten kämpft. Alter, jetzt Donny. Mir ist jetzt alles egal. Bleib jetzt einfach Donny. Der nervt so ich rein. Ich bin auch bei Donny drin. Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer gut im Game, bis es anfängt zu kämpfen, weil ich habe meistens keine Einheiten. Ja, aber was ist denn bei dir passiert am Anfang? Naja, er ist mit 5 Trieböcken und einer Armada Kavallerie in mein Dorf rein. Hat alle meine Basen zerstört und alle Dorfbewohner. Er wohnt im Chat. Hab ich doch, oder nicht? Wie er dir nicht zuhört. Ja, das ist okay. Sorry. Er wohnt im Chat. Vergesst mich aber zu muten. Ich find's immer so krass, keiner von euch baut Bogenschützen. Also niemand. Sind die scheiße oder? Bogenschießen ist sehr schön. Bei Papo bist du ja schon nichts tot. Bei Leon geguckt. Ja, ich baue keinen einzigen Bogen. Autofüll, du verlierst gerade alle deine Pferde. Ja, außer die Briten halt. Ja, das habe ich mitbekommen, Donny. Den Posten habe ich aufgegeben, bin ich ehrlich. Aber keiner baut die Standardbogenschützen, das wundert mich. Standardbogenschützen? Ja, ich habe ja keine Ahnung, was gut ist, ne? Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich weiß gerade nicht, was ich bauen muss. Ich bin jetzt viel zu spät dran. Einhalten. Ist immer ein guter Tipp. Bin ich nicht gemutet gewesen?
Ist nicht schlimm. Ah, generell sind Einheiten immer gut, das stimmt schon. Hä, warum rennen die denn? Ey, Artemis, du hast da unten zwei Tribroken, die du wegmachen musst, ne? Ja, ich bin gerade dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke für den Tipp. Kein Problem. Wir machen jetzt Third Party. Backseat Gaming. Ah, fünf. Genau. Hast du verdient, Phil. Das hast du einfach verdient. Ja, Pau, du hast ja recht. Ich spüre den Schmerz deiner Vorfahren oder so ähnlich. Samsung. Also Leon, für ihn, für uns beide war das jetzt teuer, aber ich wag jetzt noch gar nicht zu behaupten, wer das ist. Hey, Donny, hast du eine Armee? Das macht Spaß. Donny. Also das fällt. Also wer auch immer noch richtig viel Armee hat, man kann einfach Marco gegen den töten. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich komm da jetzt nicht so schnell rüber. Ja, und dafür nichts hast du jetzt aber ganz schön viel verloren. Das steht, also ich habe immer noch 2000 Gold, 30.000 von Holz und... Kannst du ja auch, aber das ist ja, bringt dir ja nichts, wenn du es nicht auf die Map kriegst, Leon. Ich hab's doch schon auf der Map wieder. Ich hab 17 Burgen. Das ist dieses Trash-Talk, ne? Alles gut. Nee, dann halt nicht dieser. Das ist es, ja. Das ist es. Artemis, ich dachte, wir wären Freunde, ne? Das ist wirklich. So in den Rücken, so ein Dolch in den Rücken zu bekommen, das macht mich traurig. Aber dafür ist Artemis ja bekannt. Also wenn du einen Dolch suchst, weil Hanno liegt einer, der ist noch ganz blutig. Verstehe ich nicht den Witz. Ich auch nicht. Ja, aber das ist doch gelacht. Oh nee, jetzt ist ja die Base offen. Das ist ja richtig blöd, Phil. Ja, du sagst es. Das ist wirklich blöd. Wieso bauen sich denn die nicht mehr automatisch zusammen? Ja, zerstöre die Bauern. Ei. Ich bin ehrlich, da bringen dir die Burgen jetzt auch nichts mehr, Phil. Ne? Ja, das sieht gar nicht gut aus, Papi, oder? Nee, also ich finde, das sieht sehr gut aus, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich finde, das sieht gar nicht gut aus. Ah, ich bin ja auch nicht so eine Mimose und gib direkt auf. Also hier ist noch was drin, hier ist noch naja, alles direkt drin. War das jetzt ja auch nicht. Das war jetzt als das war schon ziemlich direkt. Bei der hinteren Forest Line, ja? Das war alles sowas von direkt. Artemis, was soll das? Oh oh. Ich habe Spaß. Hey, ich lass dich nehmen, Donny. Merken. Das werde ich mir so merken. Oh nein, Donny, nicht du. Es sind schon so viel rausgeflogen. Ich wollte nur ein bisschen Ärger. Es sind schon so viel rausgeflogen, ist echt krass. So. Also Max, wer sich... Hast du das eigentlich gemacht? Hast du Marco verarscht und hast dann ihm Backstab gegeben? Oder wie ich war bin das? Sein Mate. Nee, nee. Der ist mein wir Mate. Sind ja, wir sind richtig gute Verbündete. Okay, ich habe ihm bei Leon geholfen. Ich habe ihm bei Leon geholfen, aber dann gab es, glaube ich, ein kurzes Missverständnis. Aber das haben wir aufgearbeitet. Ich bin resozialisiert, würde ich sagen. Wow, immer ist diese Dorfbewohner. Was haben wir denn hier? Ja, also bei Artemis sollte eigentlich offen sein, ne, falls irgendwer noch rein möchte. Bei Phil auch? Ja, bei mir ist auch offen, das stimmt. Das klingt irgendwie ein bisschen falsch. Okay. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Leons Performance. Also, ohne dass ich ihn Phil, je gesehen habe. Was du da machst, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ach, gar Papu, nicht. Bitte seien Sie ruhig. Bitte.
Ich nimm mir nicht noch mein letztes Hemd. Ich werde dir so seine Ehre nehmen. So, Phil, wie läuft denn bei dir hier eigentlich? Kannst gar nicht gut. Ich bin raus, basically. Also Marco wirkt unkonzentriert. Artemis hat... Wenig. Alter, Onna, was hast du denn da gebaut? Also, wenn du noch was abholen möchtest, Onna, dann kannst du bei Artemis rein. Ja, jetzt gönnen wir den Sieg, Phil. Come on. Gönn ihn mir einfach. Ich lieg zwar am Boden, aber ich atme noch. Das möchte ich nur kurz erwähnen hier. Okay. Ich muss hier mit den Worten von Max sagen, nachtreten an der Stelle. Das ist ein gutes Video von Barco. Oh, der ist kaputt. Jetzt komm doch. Du kleiner Rattenjunge. Kleiner Rattenjunge. Wo kommt das denn her, kleiner Rattenjunge? Das habe ich vorher noch nie so gehört. Hat er mich vorhin ein paar Mal beleidigt. Das ist jetzt übrigens schon die dritte persönliche Beleidigung. Dafür kann ich jemanden anzeigen, theoretisch. So, also meine Base ist jetzt ja mal wieder richtig sicher hier. Also die ist quasi verteidigt schon. Also du bist hier quasi bei Papo eingezogen. I see. Ja, das war noch vom Krieg. Oh, erste Malheur passiert. Samson. Jetzt werden hier auch noch Katapulte gebaut. Okay. Wer baut Katapulte? Ja, Artemis. Sagt, ey. Ja, ich weiß nicht, ob ich der Sack bin, wenn ich hier. Ich stehe nicht mit Katapulten vor deiner Basis. Oh, schön. Oh, jetzt aber nicht deine eigenen Einheiten kaputt machen, ne? Ja, ich versuch's. Microing ist nicht so mein Ding. Ich hab gar nicht angefangen mit Micro. Ich war nur Makro und dann war ich tot. Ich mach so mal hier Bogen weg. So war's bei mir letztes Mal. Viele Bogen überall. Marco, selbst wenn ich verliere, ich reiß dich mit in den Tod. Das ist das Wichtigste für mich. Es ist! Hab ich überhaupt noch Punkte? Ich versteh's nicht. Ich hab nicht eine Truppe mehr hier auf dem Board. Ey, guck mal, wenn du das Gebäude rechts nicht abreißt, ja, zu spät. Aber hättest du das Gebäude rechts nicht abgerissen, dann hättest du handeln können, ne? Ja. Gut. Ja. Ist dann auch egal, ne? Also an der Stelle. Meine Base ist dann auch nicht mehr ganz so sicher, wie ich dachte. Meinst du? Ja. So, was ist denn jetzt hier überhaupt im Westen los? Im Westen gibt's nichts Neues. Marco und ich Leon, im Westen nichts Neues, tatsächlich. Warum steht unsere Allianz noch? Einfach durch mein Tor reiben. Das ist wirklich alles, wie ihr habt. Max und Marco sind Verbündete. Genau, wir sind Verbündete. Genau, und wir auch. Alle, ja, heute geht's um Spaß. Also, ich bin eigentlich nur gegen Phil. Ja, es ist der Fehler, ich hab dich leben lassen, ne? Ich will, dass Artemis gewinnt. Ich will, dass Artemis gewinnt jetzt. Ja, ich möchte. Ich würde mich sonst auch anbieten. Nee. Nee. Oh, wie du auch noch den letzten Bauern niederstreckst, Artemis. Das machst du so schön. Dankeschön. Mach mal hier den Henno. Mach mal den Henno weg. Ich bin Pazifist, Digga. Was? Wer soll Henno wegmachen? Hä, hey, guck mal meine Punkte an. Warum? Ja, einfach nur aus Wonne. Ja, aber was hat denn er jetzt davon, wenn er mich killt? Was will denn Marco jetzt? Das ja, ich will Vendetta. Ich bin die ganze Zeit sein Verbündeter und jetzt macht er so eine Äußerung. Jetzt backstabbing. Das finde ich backstabbing. Nee, komm, mach nicht den. Wir sind bis hierhin so gut ausgekommen. Mach nicht den. Mach nicht so, mach nicht diese. Ich sag gar nichts mehr über Marco. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Da wieseln sie wieder. Das sieht jetzt nicht so gut aus hier irgendwie. Max spielt also die Husaren. Warum hast du dich dafür entschieden? Ein Interview bitte. Mit denen kann man richtig eklig so in die gegnerische Base reinfahren und die Eco zerstören. Habe ich noch nicht anwenden können in diesem Match. Aber leider. So rein theoretisch ist das immer ein cooles Play, finde ich. Macht Spaß. So viel Micromanagement. Ja.
Was denn? Okay, wer ist grün? Weiter nach links. Niklas, ich zeig dir den Weg, ja? Guck mal, ich mache hier eine kleine Kurve und jetzt nach oben. Da kommst du. Guck mal, da, da ist eine andere Armee. Das ist ja interessant. Jetzt jetzt stoßen ja hier dann alle aufeinander. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Wo ist der Showdown? Wo hat denn Marco jetzt eine Armee? Marco? Marco ist mein Verbündeter. Ja, Marco ist dein Verbündeter? Ja. Was ist denn mit dir los? Also, wenn du. Also, er wäre weiter links. Ja. Ära. Also hier links, wenn du jetzt hier links, genau. Also genau, da einfach weiter reinpirschen. Du echt mit allen Mitteln. Pass auf, Niklas. Niklas, ich würde die linke Flanke nehmen. Machen. Ja. Ja, genau, so. Ich wollte es nur einmal aufgezeigt haben. Opfern hier noch. Ja, die sollen noch mitkämpfen, wenn sie nur irgendwas können. Was macht eigentlich Leon die ganze Zeit? Ich kämpfe mit Marco. Achso, ja, gute Wahl. Das ist ja gut. So, genau. Hier ist eine Lücke in der Mauer. Weiter links eine Lücke in der Mauer. Würdest du Schaden anrichten wollen? Ach, Leon ist ja auch schon da. Ja, ich bin auch da. Ich habe hier meine Triebwerke aufgestellt. Okay, cool. Oh, Max findet eine Lücke. Ja, da hat jemand nicht richtig zugewallt. Schade. Als hätte ich von Marco dann auch ehrlich gesagt. Du meinst, hätte ich ein bisschen mehr die Lücke oder die andere? Marco, das. Also, Marco, ich bin jetzt bei Leon hinten in der Eco. Ah, nein, scheiße, wieder rot! Oh nein, ich war. Ach, guck mal, da ist das Kloster mit den Reliquien. Machen oder so? Das klingt ziemlich witzig. Ich find's hier eigentlich gerade ganz gut. Weiß ich nicht. Nee. Oh, Entschuldigung, das war Auto. Die haben das automatisch gemacht, ne, Niklas? Weste ja. Oh, was passiert jetzt? Hey! Was ist denn los, Leon? Gefährlich nah an mich ran, Niklas. Ich muss Ich geh doch zurück gerade! Ja, das ist gut. Ich hab ja auch wieder aufgehört. Ey, was macht. Nee, der schießt hier! Achso. Der schießt! Sowas macht man nicht. Was ist das denn? Phil, wie sieht's denn bei dir aus und bei Artemis? Desaster. Also ich bin basically raus. Ich bin noch so eine Kakerlake quasi. Ja, ja. Ach schön. Ich weiß nicht, das sieht eigentlich ganz gut aus bei dir, Phil. Echt? Also schön finde ich das auch, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist ein Kunstwerk. Ja genau, darauf lege ich Wert. Was möchtest du uns damit sagen? Das ist jedem selbst überlassen. Der kann da immer rein interpretieren, was er möchte. Also Niklas, ich glaube, wir müssen uns mal entscheiden jetzt, ob wir gegenseitig gegeneinander keilen oder einen von den anderen rausnehmen. Lass mal einen von den anderen. Nein, x beliebig. Ja, der gefällt mir, Henno, der gefällt mir. Genau. So, jetzt keile hier, komm. Nö, ich bin nur auf der Durchreise. Niklas, ich bin friedlich, ich bin friedlich. Was denn? Deine Triebwerke, ich glaube, du bräuchst mal ein paar Kasernen. Was, hast du da genug erstmal, oder? Da bei meinen Burgen vielleicht? Wo denn? Ein paar Kasernen wären echt noch ganz stark, oder? Ja, ich finde, Niklas hat nicht genug Kasernen. Wie hast du alle meine Truppen kaputt gemacht? Okay, Niklas. Wo denn, Leon? Ihr könnt ja noch ein paar Schießanlagen gebrauchen, oder? Also Schießanlagen. Vielleicht noch ein paar Stellen noch? Ich finde da auch gerade recht wenig. Ja. Nee, sie möchte gerade noch ein bisschen Kakerlaken stampfen. Ich hab einfach nur 60 Dorfbewohner. Das ist eine gute Idee eigentlich. Der hat einfach mehr Produktionsgebäude als ich will. Leon, wo denn? Niklas, ich outrange dich, ne? Ich hoffe, das weißt du. Warte, Marco, wollen wir uns verbünden? Mit Absicht, Leon. Artemis, ich glaub, Artemis. Ich glaube, es ist Zeit für ein Bündnis. Leon, du musst mir glauben. Wenn das da jetzt so eine Unklarheit... Da habe ich jetzt auch Niklas gehen. Ein Bündnis muss hier... Ja, sorry, Leon. Ein ehrliches Bündnis in der Runde. Aber Phil hat noch nicht aufgegeben. Ich bin mit meiner Aufgabe noch nicht zu Ende. Leon, die machen das von selbst. Ich mach nicht. Die machen das von selbst. Die machen das von selbst. Die Stunt-Assetten einfach so. Ja, das ist Lex. Leon! Das ist ganz traurig, was ich hiermit erblicken muss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Anna, wenn du jetzt hier einfach mal ein paar Reiter hättest oder so ein paar Ställe, dann würdest du da auch Konter spielen können, ne? Was für Ställe? Was macht denn eigentlich mein Trepp? Ja, stimmt. Das ist nicht genug Ställe. Ich glaube, du brauchst noch ein paar.
Der Niklas, der hat ja schon mal sehr gegen mich gelitten, ne? Oh ja, Gott, warum gehen jetzt alle auf mich? Ja, ja, die kannst du wegmachen. Ich finde, da müsste man, um das nochmal so zum Ausdruck zu bringen, würde ich mich hier einmal anbieten. Danke. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja, da rein. Warum gehen jetzt alle auf mich? Genau da rein, Max. Naja, du hattest, fand ich, Niklas, ein klares Ziel, welches du irgendwie dann nicht mehr verfolgt hast. Ich würde mich hier einmal anbieten. Wie, was für ein Ziel? Ich muss hier mit Marco Seite an Seite stehen und hier meinen Mann auch die ganze stehen. Zeit. So. Was? Du hast ja ein paar Schießanlagen. Ja. Das ist ja spannend. Hey Marco, du lebst ja immer noch. Was machen die denn mit dir? Oh, ich, ich verteidige den die ganze Zeit. Stimmt. Du hattest Unterstützung von Max und hast es, also, weiß ich nicht. Ja, gut. Ach, guck mal hier. Da sind ja viele Dorfbewohner bei Niklas. Au, 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 jetzt, da stehen mal einige. Au. Au. Was soll das denn jetzt hier? Au. Ich bin von allen Seiten gebackstabbt. Au. Ei. Das ist schon sehr frontal, finde ich. Das wollte auch sagen, das war ein Frontstep, oder? Leon, was ist denn jetzt aus unserer. Wir waren noch Verbündete, dachte ich. Ja, frage ich mich auch und dann plötzlich wurden meine Burgen abgerissen, ey. Puh. Es war doch nur ein Versehen. Ja, ja. Bei mir auch. Die Bogenschützen, die gehorchen mir gar nicht mehr. Die machen ihr eigenes Ding. Marco einfach gerade richtig am wieder aufbauen. Ja. Zieht da die Gebäude hoch. Junge. Guck, also ich klicke so hart, gerade bei Verkaufen, was Holz angeht, ne? Ist ja auch ein Will. Macht die, ne? Die Frau von Niklas. Wenn die stirbt, ist witzig. Na gut, ich wollte da nur mal kundschaften. Tut mir leid, wenn da ein paar Jungs ausfällig geworden sind. Oh, sorry Max, das ist keine Absicht. Wir sind ja Freunde. Wir sind verbündet, seit erster Stunde. Ja, kannst du setzen, immer. Die sind eh nichts wert. Warum lacht er jetzt? Weiß ich auch nicht. Steht nicht. Artemis, das sieht schön aus. Ja, ja, doch, doch, doch. Das setze ich nochmal hin in den Fokus. Dankeschön. Was soll das? Da kommen sie. Naja, die hat eine geheime Basis gefunden, die gar nicht so geheim ist. Ja, das ist Ghosting, glaube ich. Hier ganz klar. Ganz klar. Ghosting. Ich schicke ihr auch immer deinen Standort. Ja, kann das sein. Ja, direkt in WhatsApp. Ja. Das ist ein richtig schönes Acker-Match, finde ich. Und weg. Ja, kurz. Ich finde, so auf der Wiese. Nee, so auf der Wiese treffen und dann. Ja, wir können auf einmal. Okay. Hier dann noch. Ich finde auch immer mit Pausen. So. Einfach behutsam irgendwie. Einfach mal sachlich bleiben. Genau. Achso, du willst. Das ist eigentlich echt smart hier, wie Phil spielt. Ja, der ist halt auch gut in dem Game, ne? Ja, ja, doch, das merkt man. Der ist auch gut im Backstabben. Baust du hier ein Dorf? Ich sag ja, Kinder hatten wir. Oh, jetzt ein Rundumschlag mit den Reitern und dann sind die alle down. Nein, bitte nicht. Ich hab nicht mehr so viele Reiter hier gerade. Ich möchte eigentlich da gar nicht hin. Ich möchte eigentlich. Gut, reicht? Ich hab eher ein anderes Problem hier, das hier feststeckt. Gut. Ach so, du hast also ein Problem, Artemis. Ja, ich steck hier fest! Ah, ich mach grad sehr dumme Sachen, oh Gott, Stabbit! Es ist ein witziges Spiel hier. Au, ihr Fand. Ist schon lustig, also an der Stelle. Ja, Niklas, war nicht so eine gute Idee, oder? Hat ein bisschen wehgetan, oder? Nö. Wie jeder immer. Nö, super. Also, ich habe auch. Wichtig ist, dass man immer sowas nur in der Hinterhand hat, finde ich. Und Spaß hat. Und Spaß. Und Spaß. Das ist nämlich der Fun-Tag hier. Genau. Guck mal, da kommt auch gerade Spaß aus dem Tor. Komm rein. Ja. Nee, warte, ich mach Tor auf. Nö, das passt. Mir passt das. Mir reicht das. Ja, wo bist du denn, Max? Hm? Ah, da hinten.
So, alle Rückzug. Genau. Oh mein Gott. Ich dachte, irgendwann ist der Tag gekommen, wo es nicht mehr so viele sind. Da bin ich ehrlich, hast du falsch gedacht. Greift dich eigentlich keiner an, Artemis? Also, du hast die ganzen Truppen hier. Kommt da gar nichts bei dir rein? Nee, ich bin mit dir beschäftigt. Wir haben doch hier ein wunderschönes Spiel und richtig viel Spaß. Ich frage mich, kann ja sagen, wo die sind. Ich frage mich gerade, wohin das führt. Ne? Irgendwie. Also, Niklas könnte man auch richtig gut angreifen. Wieso das denn? Hot Trash. Oh, Artemis, das ist ein bisschen tief, oder? Das ist ein bisschen tief jetzt drin. Also, einerseits nee, möchte ich ein romantisches rein, Ende. Ja. Oh, na, wie sieht es aus? Ah, nee. Doch, Genugtuung hatte ich jetzt. Ich meine, Friede. Nein, nee, ich meine, kann irgendwo Gewerk geleistet werden. So, meine Bauern suchen ein neues Zuhause. Also. Ah, so, ja, du kannst zu Donny. Bei Donny kannst du einziehen. Ja, aber das ist nicht Gold so gut, mehr, ne? Da werde ich dann direkt wieder abgeschlachtet. Oh, Donny lebt noch? Er sagt die ganze Zeit nichts. Nee, Donny lebt nicht. Aber da ist gestrichen, siehst du. Da ist Platz. Ach so. Donny, warum? Donny ist zu mir schon tot. Es reicht der Schatten. Donny, Mensch. Ja, Papo, und sonst so, was geht ab? Wollen wir ein bisschen Podcast machen? Ja, lass mit Podcast. Hast du ein Thema? Ja, irgendwas Schwerfälliges vielleicht? Sexismus oder sowas? Schön, schön. Nee, ich wäre für den Kautschuk-Export von Burkina Faso dann doch. Das ist so ein Thema, was mich echt viel beschäftigt. Sprichst du das Kautschuk aus? Ja, was sagst du dazu? Kautschuk. Nee, Kautschuk. Kenn ich Tatsache dazu. Auch eher als Kautschuk, ja. Nee, das ist falsch. Kautschuk oder Kautschuk? Eins in Chat für Kautschuk! Ja, eins in Chat. Generell. Einfach aus Prinzip. Also ich finde auf jeden Fall, Leon, ich muss auf jeden Fall dein Lumbercamp im Norden sehr loben. Das ist das effektivste Lumbercamp, was ich je gesehen habe. Ganz tolle Arbeit hier. 50-50. Ja, also sieht man schon, du denkst gerne achsensymmetrisch. Ja. Acker! Ja, denk doch an die Gesundheit seiner Bewohner, weißt du? Ja. Die müssen sich auch mal ein bisschen bewegen. Aber es wäre auch zu teuer jetzt ein einzelner. Oh, okay. Moment, wir haben nichts gesagt. Danke fürs neue Lumbercamp. Freut mich sehr. Danke, Leon. Bitte. Oh, er baut sogar zwei. Er ist der Mann des Volkes. Junge, das ist so ein Trash-Fight. Kann das sein, dass irgendwie Marco und Hanno einfach alleine spielen, sozusagen, da unten? Ich hab noch keine anderen gesehen. Ich habe das Gefühl, die Karte ist in der Mitte geteilt. Und dann oben nochmal. Hanno da oben. Hanno oben, komm, ohne Angst. Vorsicht. Ich weiß, hab ich schon gesehen, Digga. Ich bin kein Amateur, Digga. Guck mal. Der cheatet. Artemis, wie lange möchtest du mich eigentlich verfolgen? So in jede Ecke, oder? In jede Ecke, bis nichts mehr von dir übrig ist. Boah, das freut mich so, Artemis. Oh, reicht? Ja, das ist der Rache-Paar. Reicht? danke. ja, gut. Bis der letzte Bauer niedergestreckt wurde. Ja, das dauert tatsächlich gar nicht mehr so lange. Also, hast du überhaupt noch irgendwo Bauern? Artemis, du hast oben noch Reiter stehen, die machen gerade nichts. Das sieht im Grunde ein bisschen an manchen Stellen hier so aus wie bei Promis unter Palmen, muss ich sagen. Habe ich nie geguckt. Ja, ich glaube, alle anderen auch nicht mehr. Hat auch gemerkt, dass ein Weger der Goalkeeper war. Ich lieb's. Gut, dann. Ja, bei Donny kann ich mich leider nicht aufbauen. Der hat da ein paar Burgen in der Base. Das ist ärgerlich. Schade. Oh, da unten, da wird geschlachtet. Oh. Nee, Pause. Oh. Pause jetzt schon? Ja, kurz. Na gut, dann stelle ich mich hier neu auf. Hast du irgendwo noch einen einzelnen Bauer rumstehen oder so? Nee, ne? Nee. Aber guck mal, das war die Base. Das war die Base. Die Base ist einfach verflucht. Vielleicht ist es die Base, ja. Daran muss es liegen. Ja. Oh, Hanno, jetzt geht's aber los hier. Das Horn wird geblasen. Haben ein paar Paladine noch? Blasen. Weiß echt nicht, was auf dem Rechtermap abgeht, weil ich hab die ganze Zeit noch Niklas. Ich schlachte jetzt hier deine. Oh, kriegen wir wie viele. Ja, krieg ich ihn, glaube ich, hier den einen. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Die sind ja. Und wieder zurück. Die sind ja zick.
Nikos, ich werde hier so lange drinbleiben, wie es nur geht, ne? Ich werde es richtig unangenehm für dich machen. So, irgendwie bin ich langsam... Pause! Ja, Marco, das ist okay. Ich würde jetzt gern durchziehen. Points. So geil, Henno, so gut. Was passiert denn bei euch? Nichts. Marco stirbt. Anna, ich möchte dich nicht beunruhigen, aber da könnten ein paar Belagerungs-Unaga und Paladine von unten zu dir kommen demnächst. Was, von wem? Von der Artemis, die in der Nähe. Ja, die Artemis. Solange Phil nicht aufgibt, passiert dir nichts. Das ist natürlich ein geiler Move gerade, Henno. Ich genieße das sehr. Was seht ihr denn hier drin? Machst du gerade One Hand, Henno? Tatsächlich. Wo ist denn eigentlich Donny? Ist der noch? Donny ist tot, ja, der ist lange raus. Also. Der ist schon vor mir gestorben, innerlich. Verstehe ich. Phil, wo bist du denn eigentlich noch? Sag's mir doch einfach. Hast du mal in meiner ersten Base nochmal nachgeguckt? Nein, du willst mich doch vergackeiern, oder? Ey, ich sag mal so, ein Haus hast du übergelassen und rat mal, was in dem Haus war. Oh, Milita. Das ist nur toxic. Er lügt. Was, er lügt? Papu, kannst du doch sehen oder nicht? In deiner Version da. Also ich sehe ein Haus, ja, aber da, also... Und da sind wir hier jetzt bei Among Us auf einmal. Na, ich weiß nicht. Also ich habe gelernt, man soll nicht lügen, ne? Hat meine Mama mir beigebracht und... Naja, aber Artemis würde ich schon finden. Ich sag dazu nichts. Ich mach meine Elefanten hier. Das ist halt Spaß, ne? Spaß, fun. Steht Spaß. Onna, die so Paladine kommt ein bisschen näher zu dir. Ne? Ich will dich ja als guter Partner... Ja, von Partner. Wo denn? Von Phil wo denn möchte so? Sich nur wieder Marco, aufbauen. Das doch da, wo ich bin noch beschäftigt, keine Sorge. War. Ich bin noch beschäftigt. Nee, mittlerweile bin ich aber sehr nah an Onna dran. Ich baue mich hier an seiner Brust, nuckel ich fast Ach schon. Ach so, du versuchst hier wo bist, die... Wo denn? Ja, die kommt von unten. Von unten mit 800 unten. Paladinen und ein paar Unagern. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab alles verloren. Ich helf dir, ich komm rum. Ja, gut. Du musst immer rechtzeitig Bescheid sagen. Hier. Aber auch hier. Ach, du bist das. Und vor allem hier. Ach, nee. Oh, Backe. Das ist jetzt gut. Ein bisschen spät. Da müssen wir in der Kommunikation irgendwie besser... Weiß ich ja, nicht. Das ging schief. Der ist ja nichts mehr da, bald. Ja, schwierig. Alter, das wird schwierig für dich wieder aufzubauen, oder? Wo zieht der jetzt hier? Das ist unmöglich. Alter, ich rast aus. Ich bin eine gute Kakerlake, ich sag's, wie es ist. So eine richtig dreckige bist du. Ja, gute Art. Gute. Chat, habt ihr Phils Haus gesehen? Jetzt geht's ja mal los. Also Artemis, ich schreib jetzt mal auf Twitter, ja? Steck ich da? Vielleicht wo sind hier jetzt Paladine? Ja, von unten. Gibt's nicht. Ja, du läufst in die richtige Richtung, Alter. Warum siehst du das überhaupt? Ich hab da sein Gebäude angreifen. Das ist Bergarbeiterlager, was du da gerade kaputt machst. Alter, was hast du denn dafür? Ich weiß nicht mehr, dass es solche Einheiten gibt. Was ist das denn? Können die auch in Holzfällerlagern sein, oder? Was ist da los? Ich bin gut versteckt. Ich verrate dir nicht meine Tricks. Ja, greif mal nicht meine... Ostern ist rum, ne? Ostereier suchen ist nicht mehr. Ja, werden wir sehen. Artemis, lass die Mauer stehen. Das bringt dir nichts. Nee, mach die Mauer kaputt. Wollen wir eigentlich nächstes Mal vielleicht Free for All mit Königsmord spielen? Nur mal als kleine Gedankenanschub. Ich finde, wir können auch Teams mal gegeneinander. Ja, Teams. Wir können gerne alle möglichen Modi spielen. Also FFA war jetzt nur der Anfang. So, ne? Aber Hauptsache ist ja, dass wir Spaß hatten. Papo, hattest du einen Spaß? Ja, ich hatte Spaß. Ich konnte ganz viel kommentieren. Spaß ist ja auch ein bisschen relativ, aber ich würde auch sagen. Papo macht doch die ganze Zeit schon seine Steuern nebenher oder sowas. Ich hab die schon für nächstes Jahr angemeldet, verstehst du, was aber ich mein? Mit so einem übertrieben großen Taschenrechner, ne? Weißt du, ich meine, wo man mit der Faust so drauf drückt. Scheiße, nee, Leute. Verstehe nicht. Also Töre. Irgendwo müsste ein Dorfbewohner von Marco sein. Töre! Jetzt holen wir doch die Nee, ich sehe ihn. Töre! Nur wenn man Zielübung mit den Tribuschees. Max! Hause! Ja, klar. Gut. Klar.
Den habe ich mir weggezogen schon. Oh, ich hab's so friedlich. Der ist ganz woanders. Ja, ich sehe das. Ja, machst du fertig. Ich mach mal ein paar, für meine Truppen ein paar Schießübungen. Ich glaube, ich war hier, oder? Marco, jetzt mach mal gegen wieder. Das geht doch solange ich länger über unser Thema ist, habe ich alles gemacht, was ich machen musste. Jawohl. No ja, ein bisschen Trickshots. Ey, wie schlecht sind denn die Elefanten? Hä, warum schießen die nicht mehr? Also. Man könnte auch mit den Speerträgern so einen Spießrutenlauf. Hanno, was ist denn mit Leon so witzig, jetzt schon wieder falsch? Immer noch Marco, der da einfach platt ist. Ich versuche Marco zu helfen. Lebt der überhaupt noch? Ein bisschen Schießübung. Oh! Scheiße. Oh, du hast ihn nicht getroffen, okay. Mann, das wird bestimmt richtig nervig, die alle wieder neu aufzubauen, Niklas, oder? Boah, das wird bestimmt so nervig werden, oh Mann, ey. Es wird so. Ah, oh, jetzt bin ich da gestorben! Warte, du hast aus Versehen mein Dorfzentrum zerstört. Oh nein. Echt? Oh, ja, ich kann die Niklas leider nicht so gut steuern. Oh, oh! Ja, kein Problem, warte. Niklas, was hast du gemacht? Da sind Reiter das bei dir in der Base. Das könnte ein fataler Fehler gewesen sein. Niklas, ich kann dir noch nicht helfen. Was ist das denn? Das sind Reiter? Oh nein! Oh nein! Ganz genau, das nein. Sind Paladine. Oh nein! Ich hab da aufgemacht mit Holz! Oh, mach das nicht bitte! Spießrutenlauf! Ja, Spießrutenlauf! Mann, ey, das ist schon so nervig. Der Blick ist was Niklas. Machst du da mal? Spießrutenlauf! Das sind ja wirklich Spießruten, ne? Oh, weiß ich nicht, ob das jetzt nötig ist, der Bauernaufstand. Komm, wir können uns auch irgendwie auf die alte Art ein bisschen schlagen. Zum Zweit kommen sie! Na gut, dann mach ich mal fair. Wer ist am besten? Artemis, hey, was geht? Go, Hanno! Du bist ja auch hier. Go, go! Das hier ist das spannendste Battle, was ich im gesamten Spiel gesehen habe. Ja, ohne Witz, ich feiere das gerade auch so. Das streame ich auch gerade gerne. Ja. Oh, knapp. Oh, Friendly Fire, komm! Ja, ja, ausnahmsweise, auf Marco. Leon ist mein Schöner Hit! Ey, Marco, bist du tot? Mahmut? Hä? Warum so? Mahmut? Scheiße. Das Gute ist ja auch, dass die Dorfbewohnerinnen ja wirklich auch eine Weste haben, ne? Warte mal, Hino, hast du gerade auch. Ich stehe da loyal zu meinem Verbündeten, da gebe ich natürlich auch direkt auf das GG. Hä, hey, ich hätte euch ja übel killen können. Ja. Ja, das ist auch gerade bei uns Thema, Hanno. Was du da GG gemacht hast. Hey, ihr habt ja kein Gold aufgespart, ne, ihr Kacknoobs. Nee, niemand. Wie viele Produktionsgebäude hast du denn da eigentlich? Zu viele. Das ist so, weißt du, das ist so prollig. So wie so ein. Ja, so angeht, wie so ein BMW, mal, weißt du? Also, das ist. Ey, dann macht man halt so. Als ob der in jedem Gebäude gerade was produziert, ne? Also, weiß ich nicht. Hast du überhaupt noch genug Ressourcen dafür? Du hast doch hinten schon wieder dein ganzes Holz verloren. Also, Niklas, jetzt mach mal ein paar Upgrades auf deine Plänkler, da fehlt ja noch alles. Hat der keine Upgrades? Was, Peter? Da fehlt alles. Scheiße. Alles. Oh, ich habe überhaupt keine Upgrades. Alles. Alter. Okay. Alles fehlt. Kommt ihr denn jetzt alle zu mir? Ja. Jetzt sag Artemis, mal. Artemis, schönes Micromanagement. Guter Artemis, guter Artemis. Dankeschön. Ich finde, ihr sollt langsam mal Auto viel kaputt machen, ja? Der lebt noch, ja? Yeah. Ja, der hat jetzt seine dritte Base gemacht. Ja, ich finde auch, der ist wie so ein Parasit im Radar hier, aber ich bin der Kakerlake, ich sag's wie es ist. Der nimmt sich die Basen der anderen und nimmt die für sich selbst. Ekelhaft, wenn ich mir das angucke, dann kommt's mir die Galle hoch. Phil, generell, die Basis ganz im Westen ist auch ganz leer, aber die Mauern stehen noch. Das ist vielleicht ein gutes Angebot, eine gute Grundfläche. Ja, ich schau mal, ob ich so friedlich über die Map laufen kann mit ein paar Bauern. Tatsächlich ist auf der Map gar nichts los. Okay, dann laufe ich da einfach mal rüber. Ja, aber du musst so einen südlichen Bogen nehmen. Niklas, auch wirklich schön, wie du in der Mitte der Map da nochmal die drei Villager hast. Leon ist bei dir der Standard. Du hast halt immer was in der Rückhand, ne? Ich würde über den Eco rein, also. Die sind da strategisch gut platziert. Guck mal, kann man auch spontan da was bauen? Rein, Phil, du darfst, könnt ihr da mich bitte nicht angreifen? Onna, was machst du da? Ich bin doch ein Freund. Ich hab dir gesagt, ein südlicher Bogen, ne? Aber ja, okay, Süden ist unten, ne? Also, Leon, jetzt kommst du da nicht mehr durch. Ich sag, wie es ist jetzt zu spät. Nee. Höchstens obenrum. Obenrum hast du mehr Wahrscheinlichkeit. Leon und ich, wir reißen jetzt hier die Base von Honor ab. Ja, aber danach musst du auch Leon abreißen. Alle abreißen.
alle weg. Da muss man auch mal schmerzfrei sein. Artemis muss das hier einfach gewinnen. Das war so ein schönes Comeback. Artemis macht das genau richtig. Ja, du läufst hier direkt rüber. Wie viel Gold. Also geradeaus oder links jetzt? Nee, jetzt weiter links. Okay. Okay, ja, jetzt, okay, das wird schwierig, aber du musst jetzt hier... Schön. Ja, außen clever. Schaffe ich das mal überhaupt? Oh, ich sehe clever. Doch, du musst da lang. Du musst da lang. Quatsch. Der einzige Weg für dich da durch. Nein, durch die Basis von Artemis einfach durch. Was? Okay. Weiter. Du verlierst Zeit. Mein Gott, Alter. Weiter, einfach weiter. Straight einfach weiter. Genau, genau die Richtung. Ein bisschen weiter im Westen. Okay, ich halt drauf jetzt, ne? Ja, jetzt noch ein bisschen weiter. Bisschen weiter westlich. Du musst mir auch helfen. Ja, was brauchst du? Wo muss ich hin? Zum Gegner. Achtung, musst du einmal abwehren. Ich mach ohne Hände. Ohne Hände? Oh, Micromanagement ohne Hände. Einen hast du noch. Du musst sie weglocken da. Genau. Super. Okay, ja, ich hab sie weglockt. Weitenbogen. Nicht so weit runter. Nein! Oh, das ist gefährlich. Okay. Sorry. Ja, das wird knapp. Du kannst genau durch die Lücke. Perfekt. Ja, oh nein! Jetzt kriegst du nichts weit ab! Nein. Oh nein, Harald, nicht schon wieder! Aber der muss einfach rein. Es tut mir leid, ich steuere das nicht. Ja. Oh Mann! Rein in den Laden, ja, hierbei. Ich schicke einen neuen Trupp los. Das wird teuer. Ich schicke einen neuen Trupp. Hast du denn alles? Oh, da kam die wunderbare. Wie kannst du denn so reich sein? Sie hat so viel Gold. Cheat. Robin Hood. Das Ding ist, Marco, weißt du, was das Schöne ist an der Partie? Es gibt einen Schatz. Den haben wir versteckt, tief im Walde. Oh, stimmt. Das. Der wird aber beschützt von einer Privatarmee. Das habe ich alles so drapiert. Wer sich den holt, der hat den auch verdient. Ja, finde ich auch. Der hat dann auch gewonnen, oder? Es gibt einen Schatz. Ja, es gibt einen Schatz, den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ich sag's jetzt mal offen in die Runde, ja? Ganz im Westen, tief im Walde, da gibt es Reliquien zuhauf. Ja, what? Zwei Stück. Wer diese echt? Haben möchte, muss allerdings einen Preis zahlen. Ja. Das wird nicht reichen, Leon. Preis. Ja. Nicht? Doch. Das reicht. Das reicht. Okay. Safe, ja. Ich bringe ein paar Wellen mit. Gut. Ja. versuch's. Ich will es wenigstens mal sehen, ja? Na, ist ja auch ein Return of Investor. Nee. Ja, genau. Nee, richtig. Du musst da jetzt. Du darfst nicht zu nah ran. Mit dem großen C so ein bisschen ins Wasser. Bisschen mehr nördlich. Ein bisschen hoch. Wir machen's mal so. Ja, wobei, er muss das alleine schaffen, ne? Er muss das alleine schaffen. Ja, er macht das super. Hallo? Ja. Oh, nein, Phil! Okay, gut, ich sehe. Artemis, was machen Sie? Bitte hören Sie auf. Step by step, ne? Nein! Okay. Ich muss ein Wellen machen. Nein, das sind meine Dorfbewohner. Do you really wanna know? Oh, ah, Niklas, der hat ja wehgetan. Das habe ich auf Kamera. Der brennt nach. Eieieiei. Niki. Ja gut, das zweite Spiel lassen wir dann, oder? Wieso? Der Funtag hat doch bis hierhin Spaß gemacht. Wer hat noch Spaß gehabt bis jetzt? Ich weiß nicht, ob das Game jemals endet. Also ich hatte Fun. Und du, Henno? Fun, richtig viel Fun. Also so am Funtag. Ich hatte wirklich Fun, muss ich fairerweise sagen. Also auch wenn ich so ein kleiner Zyniker bin, ich hatte sehr viel Spaß. Ist ja aber noch nicht vorbei. Tief im Westen gibt es einen Schatz, den könnt ihr euch holen. Ich glaube sogar, das könnte Match entscheidend werden. Das ist hier ein richtiges Return of Invest. Phil, hast du dich da bei Donny jetzt echt aufgebaut? Oh na, pst, mach doch nicht diesen jetzt. Der ist bei Donny der Beste. Du hast mich verraten. Ganze Base abgeräumt. Deinen stärksten Verbündeten hast du verraten. Du bist ja safe bei mir. Aber wir machen dann hoffe ich mal für dich. 4 gegen 4 Teaminseln, oder? Super gerne. Mach Mut. Das ist auch eine Fun-Map, oder? Ich hab's gefunden, oder? Ja. Ist das der Schatz hier? Ja, du hast es gefunden. Oben ist der Schatz, ja. Ja, nice. Und der Schatz ist dein. Leon hat den Schatz. Ich hab den Schatz. Leon hat den Schatz. Oh nein. Warum hat Leon denn jetzt den Schatz? Weil er jetzt erst reagiert hat, ne? Oh, ja. Der hat zugehört. Ist auch am nächsten dran, muss man dazu sagen, ne?
Wie er sich die krallt. Ich bin quasi und Abfahrt, Jungs. Artemis, lass doch mal Waffenstillstand machen. Da oben, da wächst eine blaue Macht. Das müssen wir unterbinden. Das sagst du, nachdem du alle Gebäude gekillt hast? Wollte gerade sagen, also Niklas, du kannst dir gar nichts sagen. Also dafür, was du bei mir gemacht hast, war das noch im Rahmen, würde ich sagen. Das war noch ein bisschen... Wenn wir am Ende einen Orden vergeben, dann möchte ich gerne, dass Phil den Orden der Nervigkeit bekommt, weil der ist immer noch nicht tot. Der hat sich schon wieder eine Armee gebaut. Und der hat sich jetzt, nee, der Parasit, weil jetzt ist er in Donny drinne, davor ist war er in mir drinne. Ist jetzt ein Tour-and-Two, oder? Also ein Fun-Tour-and-Two. Mann, ey. Niklas, würdest du gerade sagen, du bist in Form? Nee, ne? Also, ich glaub nicht, ey. Nee, ich, gar nicht offensive gemeint, ne? Also so rein so von den Mechanics. Fällt schon auf. Fällt schon auf. Sehr gut, Niklas. So kenne ich das von dir. Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber der Leon hat ja trotzdem das Gold. Ja. Man kann sich ja auch nicht immer zeitgleich auf alle Seiten konzentrieren, ne? Das ist ja auch die große Herausforderung immer bei Age of Empires. Da steuerst du, wunderbar Spaß, auf eine Holzzentrale zu. Ja. Hallo, bitte helfen Sie mir. Ja, du bist da. Ich bin in Gefahr. Sie sind angekommen. Okay, mach die Kurve. Okay, Artemis, ciao. Gut, einfach weiter. Was, was? Nee, gar nichts. Nichts. Moment. Das ist auch okay. Gut, da tut's mir weh, geht aber auch. Nö, ach, Paladine. Vor allem tut es mir irgendwie für Niklas leid. Ja. Was hier läuft, das ist halt echt schlimm. Oh. So. Aber Niklas hat sich auch den schwächsten und nervigsten Verbündeten gesucht, ne? Autsch. Stuck, okay, that's it. I'm stuck. So. Ja, Mistag, Lord. Das war's. Leon, du brauchst mehr Produktionsgebäude. Ja. Das Ding ist halt, selbst wenn Niklas da jetzt Fortschritte macht, also dieses, ich sehe immer die Waage, wie sie hin und her kippt. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Ich hätte das ja lieber, also, Phil, ich hätte das lieber ganz oben rechts gemacht, wenn man da überlegt, ist wie viel Wald da ist. Ja, to be honest. Sie werden mich nicht kommen sehen. Oh, Leon. Nein, das ist auf einer Fährte. Direkt an der Front, Leon, die Kirche mit den drei Reliquien. Oh nein, ich ahne. Mann. Also, das ist der Bait, Jungs. Eieieiei. Okay, was... Leon, sitzt du gerade neben ihn? Du könntest noch versuchen, ihn zu kitzeln. Leider nicht. Artemis parkt einfach ihre geballte Power in der Mitte der Map. Was ist denn jetzt bei dir, Phil? Bist du tot? Ja, ich schmiede einen Plan. Der braucht noch so 50 Minuten ungefähr. Ich habe Zeit. Spiel ist auf jeden Fall tot. Ich habe Zeit, denn Donny, du hattest ja gefragt, ob wir danach noch ein Spiel machen, ne? Genau, also laut bis 20 Uhr, das genau, 10 Jahren. Laut Briefing steht hier Spiel 1 Free for All of Arena 20 Minuten No das Rush. Ist halt 20 Uhr. Und genau, Spiel 2. Das richtige Callsheet, das die. Ja, die doch, hier steht's gerade. Lass mich zitieren. Spiel 2 in Klammern, falls noch Zeit. BR-Modus antesten. Das wäre dann Fun-Modus. Der dauert aber auch nicht sehr lange. Nö, deswegen genau. Henno, ich glaube, das ist klein. Da fängt der Fun-Tag an, sozusagen. Ach so. Also, ich sag mal so, Phil, du bist jetzt durch. Ich bin gleich da, ne? Ich bin gleich da. Ich sag mal nur so, wieder keinem Angst haben, aber wenn Artemis das richtig mag, dann gewinnt sie das. Wo ist er denn? Was will er denn? Ich bin drin! Die Panzerknacker! Der Fun-Tag, er startet! Attacke! Onna, ich greif an! Hey, ich voll nicht, rein jetzt, Onna! Einfach aus Panik erstmal ein Haus bauen! Wo denn? Ich bin in euer Demis drin. Wo zur Hölle kommst du her? Tief aus dem Walde. Ja, aber echt so. Einfach der Minenbergwerk. Der hat echt aufgefallen. Das hat gescheppert. Boah, Phil. Ich fass es nicht. Ey, hast du Artemis jetzt doch bekommen oder was? Schießanlagen bieten auch ganz viel Trash-Units und du brauchst auch Scouts, ganz viele Ställe. 10 Stück. Einfach hinten spammen, du hast so viel Platz hinten. Oh, jetzt kommt auch Niklas hier, ne? Alarm!
Oh, sehr gut, sehr gut, Artemis. Oh, ja, aufteilen, gut, wichtig. Ja, Niklas will wenigstens sich durchgehend prügeln. Onna, wenn du jetzt nichts machen konntest, dann weiß ich auch nicht. Oh, guck mal, Artemis, da geht aber ganz schön viel Gold weg. Ist Stress, ne? AOE. Ja, also am Fun-Tag ist eher Stress. Stress, ne? Artemis, ich sag mal so, wenn du jetzt der Route folgst, dann findest du das Geheimnis des Lochs. Folge dem Waldpfad. Okay, jetzt aber der große Showdown. Jetzt kommt er hier. Oh, er versucht jetzt ein Labyrinth zu schaffen, damit du nicht weißt, wo du abbiegen musst. Oh Mann. Ein Hämmenlein steht im Walde. Alter. Ich sehe nur einfach den Pfad. Deine Mission ist einfach sehr lobenswert. Ja, ich bin so einfach Phil, das ganze welche Basis Spiel einfach jetzt? Nur damit beschäftigt. Das ist unfassbar. Phil gibt jetzt auf, habe ich gehört. Na, ich bin noch voll im Saft. Jetzt mach den Platz. Gib's nicht. Komm. Das kann schieß doch, nicht schieß! Oh. Oh, du hast nicht geschossen. Oh ja, oh, jetzt sind die so, alle auf ja, ich wollte gerade auch fragen. Mensch, man hört sich ja selten. Also, was machen die Kinder? Hab keine. Jo, ich auch nicht. Bleibt auch so. Pleite. Aktuell. Ja. Hey, Niklas, ich bisschen Lockdown, wie ist das? Du und Marco öfter noch privat bis zum Skat-Spiel treffen und so weiter. Ich kann keinen Skat. Ich kann ja keinen Skat. Promi. Kanasta oder Bridge? Kanasta, ja. Wo kommen denn die jetzt? Ich muss sagen, Skat her, macht halt echt Bock. Wie läuft's bei Zalando, Marco? Sag mal, warum gibt's eigentlich noch keinen Streamer-Skat? Wäre das nicht was? Was ist. Achso, so ein Skat-Turnier. Hm. Ja, das wäre cool. Gibt ja auch. Also, ich sag mal so, Leon, du hast dir den Schatz geholt, aber zu welchem Preis, ne? Ja. Wo warst du denn neulich eigentlich, Marco, als wir da. Da hatte ich einfach keinen Bock. Kann ich verstehen. Du, Donny. Hast du eigentlich mittlerweile angefangen mit TikTok? Hatten ja drüber gesprochen. Ja, ich hab mich da jetzt reingelesen in den Algorithmus. Muss mal ein bisschen gucken, was für Ideen und so. Hm. Erstes Brainstorming schon gemacht. Und vom Gefühl her? Ja, wird gut. Ist Potenzial. Potenzial ist da. Ach, aber ich will ja jetzt hier nicht meckern. Aber es könnte schon tatsächlich mal einen Kampf geben, wäre schon nicht schlecht, oder Leute? Sein, was ist das? Nee, du kämpfst nicht, du stirbst. Ja, und das gehört ja auch dazu, oder? Oder auf der anderen Seite. Ich finde das sehr lobenswert. Niemals aufgeben ist die Devise. Ja. Alter, ja, bin ich kein großer Fan von, bin ich ehrlich. Man muss sich auch einfach geschlagen geben, wenn der Kampf verloren ist. Ja, Alter, woher nimmt ihr denn das ganze Gold? Ich check es nicht. Ich auch nicht. Also Artemis pumpt immer noch Paladine. Durchgehend. Ja. What? Ja, durchgehend. Geh da jetzt rein, Artemis. Der ist komplett in meiner Base. Alter, wie kannst du so viele noch haben? Das ist insane. Vor allem die Reliquien sind ja vergriffen. Ja, die sind bei mir. Du hast doch mehrere Marktplätze. Du machst doch. Ey, irgendwas musst du. Aktien? Ja. Die Age of Empires Aktien. Man hört es arbeiten, ne? Im Wald, da. Im Wald sind keine Räuber, aber Autofill. Das ist so eine Kampagnenmission jetzt hier so mit. Finde den verschwunden. Ja, und was machst du da eigentlich? Also ich halte dich ganz gut auf, finde ich. Artemis, ich schwöre dir, wenn du da oben jetzt einfach nach links rennst, ist der gebumst. Ich versuch's. Gut. Aber in deinem Tempo, das ist wichtig. In deinem Tempo, jojo. Ich bin halt nicht die Schnellste. Nö, ist. Ich arbeite noch dran. Ist voll in Ordnung. Also. Da kommen Reiter! Oh, das sind auch starke Reiter, ne? Ja. Aber ja, du verteidigst ja, das! Ich verteidige! Alter, ich das! Sehr gut, Leon. Step by step, das kostet alles Gold. Ich hab 3 Stellen bekommen oder so. Ja, mehr. Einfach mehr Stelle. Oben mehr Stelle, mehr Stelle, mehr Stelle. Noch mehr Stelle? Okay, warte. Es ist jetzt nur noch Masse. Die kosten nichts. Vielleicht hätte man auch so sagen sollen, nach einer Stunde hat der gewonnen mit am meisten Punkten oder so. Nee, nach 4 Stunden. Ja, komm, es ist 20 Uhr. Oh, ich hatte auch nicht erwartet, dass es so lange geht. Nicht? Achso, ja gut. Komm, lass mal zum Ende führen, oder? Ja, okay. Ja, ich glaube, das macht Artemis hier. Ja. Ja, mich kriegt Artemis auf keinen Fall tot. Na? Ich muss jetzt stehen ab. Na? Aber mich kriegt auch keiner tot. Tagebeute sind schon weg. Das Problem. Also ich würde jetzt halt Leon tot bekommen. Nee, ich bin noch am Leben. Dieser Trotz gegen den Meister.
Artemis, ist es gut da unten? Nee, ich bin noch am Leben. Lebe noch. Ja, und? Wo hast du denn da unten meine Pferde kaputt gemacht? Sag mal. Aber Leute, du hast sie da zurückgezogen. Oh Gott. Niklas, gib auf. Niklas, gib auf. Was? Ja, komm, ist doch jetzt langweilig auch für die anderen. Machen wir unentschieden. Ich fand's mega nice. Ja. Phil auch noch also, war mit mega mir. Cool. Machen wir unentschieden, oder? Das ist unentschieden. Phil, nee. Also wir müssen, Phil, sorry. Also, ich denke, das haben wir uns hier alle verdient. Artemis muss das jetzt hier noch machen. Ja, Artemis holt das. Ich muss aber auch sagen, ich habe das jetzt nicht alles für ein Unentschieden gemacht. Also. Ja, werde ich jetzt hier quasi gezwungen, oder? Sehe ich das richtig? Ja. So, also du hast jetzt hier noch ein paar Reiter vor deiner Haustür. Mal gucken, was du damit machst. Ja, nee, es ist in Ordnung. Es ist wirklich sehr schweren Herzens. Tatsächlich hat Artemis gewonnen. Ja. Ja, Artemis. GG. Artemis. GG. GG. Well played. Hey Leute, bevor wir uns jetzt hier wieder getrennte Wege laufen, ich wollte nur sagen, beim nächsten Mal dann gerne auch einfach direkt von Anfang an Fun-Modi. Ja, also. ich hab halt gedacht, mir bringt halt FFA Spaß, aber wenn ihr halt sagt, also ne, könnt ihr auch sagen, so, dann spielen wir beim nächsten Mal direkt Dings hier, wie heißt es, Battle Royale und die anderen. Ich hatte wirklich viel Spaß. Ich hatte auch Spaß. Auch also ich weiß nicht, woher das kommt. Ich auch nicht. Also. Ja, ich weiß aber nicht, also, was ich ernst nehmen soll oder was nicht. Ja, ja, das merkt man. Ja, das also von mir kannst du ernst nehmen, dass ich wirklich Spaß hatte. Ja. Ich hatte auch wirklich Spaß. Von mir auch. Von mir auch. Wirklich. Also mit Marco hatte ich sehr viel Spaß. Ich hatte auch Spaß. Okay. Das war die Top-Allianz. Es war wirklich alles gut. Wir haben Seite an Seite gestanden. Immer. Gekämpft und gestorben Seite an Seite. Ja, richtig. Also da lässt sich auch nichts dran rütteln. Das war wirklich eine Allianz. Das war einfach eine runde Sache, finde ich. Wir haben es dann auch zu Ende gebracht irgendwann. Ja. Ein fester Bond auch, ne? Das ist halt wirklich Freundschaft. Das ist nicht mehr so eine Allianz, sondern einfach wirklich nichts mehr. Ich muss sagen, von Donny bin ich enttäuscht in diesem Match. Ja. Da kam irgendwie gar nichts. Ey, ich habe die meisten Bekehrungen, bitte. Gar nichts. Okay, das ist ziemlich krass. Zwei. Ja, gut, wie funktioniert ich mein, dann? Du warst ja auch echt am anderen Ende der Map und außerdem war ich direkt neben Niklas, der wirklich also so hart auf mich abgesehen hat. Ey, Donny, ganz ehrlich, ne? Donny hat aber auch 20 Minuten waren um. Das erste, was du machst, ist mit deinen Bogenschützen auf mich gehen. Ich habe eine unschuldige Burg gebaut zu meinem Secondary Stone, was nun mal da war. Da muss man schon gucken, dass man das wenigstens ganz ehrlich, Donny, behält. Gefallen. Und dann habe ich dich am Leben gelassen und dann bist du nochmal reingelaufen. Ja, das mit dem am Leben lassen ist gar keine gute Idee übrigens. Ja, also. Kann ich aber dann hast du auch den Fehler so was von abartig hart bestraft, so mit vollkommener Vernichtung, anstatt dann auch mal zu sagen, ja, Gas weg, komm. Ey, ich wäre gerade gegangen und dann bist du gequittet. Hättest du noch schön bauen können. Ja. Ein Haus zum Beispiel. Hey, Leute, ich fand es auf jeden Fall mega schön, dass ihr Zeit hattet heute. Ich mache demnächst noch mal eine Umfrage, falls ihr noch Bock habt, ne, könnt ihr dann auf jeden Fall Bescheid sagen. Du, ja. Aber noch was auf dem Herd. Also. Am Max, ey. Hey, ich würde auf jeden Fall gerne noch mehr Modi spielen, so, ne? Also so ist es nicht. Gibt es noch mehr? Ich wollte halt auch gerne mal den Battle Royale, aber den haben wir jetzt noch immer nicht getestet. Vielleicht was ist das denn? Klingt spannend. Nächstes Mal fangen wir damit an. Ich habe keine Ahnung, ob das Spaß bringt. Ich habe den noch nicht getestet. Und Königsmord gibt es ja auch irgendwie. Lass das mal. Königsmord, auch brutaler Fun-Modus. Weltwunderstreit. Ja, Weltwunderstreit. Ich kenne mich halt nicht so aus mit Fun-Modus. Ach so, dann sag das doch, dann hilft man dir gerne, denke ich. Ja, sag ich doch jetzt. Ja, jetzt? Ja, okay. Läufst du gerade rot an? Ein bisschen. Nee. Okay, ja, willst du es abmoderieren? Ich hasse dich so sehr. Kann so, das bitte? Ist so schlimm. Das ist so schlimm. Max, du bist jetzt immer dabei, bitte. Also jetzt ist Fun-Tag. Es ist einfach geil. Nach dem Free-for-All ist Fun-Tag. So fühlen zu lassen wie Henno, ey. Das ist so schrecklich. Chat, einzeln Chat, wenn er rot ist, Digga.